Entschuldigung, Klimakleber, alles super, aber warum kritisiert ihr eigentlich nicht die CO2-Abgaben von so einem Panzer? Krieg können wir uns nach eurem Klima gar nicht leisten. Da könnten wir eigentlich auch die Klimakleber dran kriegen. Ja, also Krieg geht gar nicht. Also der braucht ja 500 Liter im Gelände. Also ja. Krieg ist total klimaschädlich und dann verjagen die auch seltene Frösche oder schießen, wo gerade Vögel brüten. Ja. Das geht eigentlich gar nicht. Ja? Früher ist man in die Stadt gekommen, um die Verrückten zu treffen. Mhm. Heute treffen sich die angepassten linksgrünen Autoritären, um die Verrückten zu verjagen. Eure Spende macht es möglich, dass wir dieses Interviewformat und auch Dokumentarfilme kostenfrei zur Verfügung stellen können. Das unterstützt freien, kritischen Journalismus. Ich bedanke mich vielmals, euer Kai Stuth. Hallo liebe Zuschauer, ich bin wieder mit Kevan zusammen. Ich nenne ihn immer noch Ken. Wir sehen uns nur sehr selten. Ich reagiere auch nicht mehr drauf. Hast du ein Problem damit? Nein, eigentlich nicht. Wenn Leute den Namen noch zuordnen, der war ja sehr viele Jahre, 20 Jahre in Benutzung, dann verstehe ich das schon. Aber genauso gut könntest du den letzten James-Bond-Darsteller mit James Bond ansprechen. Da würde der Herr David auch sagen, lass mich das mal. Naja, ist ein kleiner Unterschied. Wir kennen uns jetzt seit Jahren und haben uns immer bewahrt, habe ich dich Ken genannt. Ja. Also ich werde dafür auch oft kritisiert. Also ist das respektlos, wenn ich dich Ken weiter nenne? Nein, das ist einfach die Macht der Gewohnheit. Okay. Und wann bist du sauer, wenn dich jemand Ken nennt? Gar nicht. Okay. Also sehr viel. Also meine Mutter, sage ich jetzt mal, hat mich ja immer mit meinem Namen benannt, den sie mir gegeben hat. Sonst wäre das ja komisch gewesen. Und ich habe das schon mal gesagt, ich habe ja den Namen aus Kevan zu Visier, war in der Tat ein wenig schwierig zu schreiben, zu lesen. Kam dann immer die Frage bei Interviews, woher kommt das und so. Da ging es nie ums Thema. Wir wollten eigentlich über Sie reden und nicht, woher der Name kommt. Daraus habe ich dann einfach, weil es ja K ist, K. Jepsen gemacht, weil meine Mutter heißt Jepsen. Und daraus wurde irgendwann mit Ken, weil in meiner Familie gibt es einen Kai Jepsen. Okay. Und der, wenn ich sage, sag mal, such dir deinen eigenen Namen, habe ich gesagt, ich kann weiterhin mit K statt Kevan K. unterschreiben und dann nur Jepsen dran statt zu Visierwasch. Und daraus wurde dann irgendwie Ken Jepsen, aber es ist für mich wie so ein Markenartikel gewesen. Also niemand hat mich über viele Jahre Ken genannt, immer nur Ken Jepsen. Mhm. Und irgendwann hat jemand mich mal Ken genannt und so ging es dann los. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, huch, viele rufen dich da auch schon so. Mit Hallo Ken, was macht Barbie, der ganze Blödsinn. Aber nachdem ich beschlossen habe, dass ich eine Veränderung haben möchte und auch Dinge sagen möchte, die ich gerne gesagt hätte und ich auch gesagt habe, aber wo jemand gesagt hat oder viel gesagt, das darfst du gar nicht sagen, weil du bist ja gar kein neutraler Berichterstatter. Gut, dann höre ich jetzt auf mit dem neutralen Berichterstatter. Da bin ich jetzt Privatperson mit Presseausweis und die Privatperson kann sich auch wieder so nennen, wie sie privat heißt. Und ich heiße nun mal Kevan zu Visierwasch. Und meine Freunde aus frühesten Jahren, mit denen ich zur Schule gegangen bin, sie nennen mich ja sowieso so. Nur die Menschen in der Öffentlichkeit, die das ja gar nicht wussten, warum sollen die mich so nennen? Was sagt deine Freundin? Kevan. Ach, echt? Ja. Und dein Kind? Papa. Echt? Ja. Also, ich will mal so sagen, es wird Leute geben, die ihn als Archibald Leach ansprechen. Okay. Das sagt er jetzt nicht. Nee, der heißt nämlich Cary Grant. Aber okay. Es gibt Menschen, die Archibald Leach, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, noch mit Archibald ansprechen, weil er so heißt. Weil die ihn von frühester Jugend kennen. Und die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Darsteller Cary Grant und nennen ihn einfach Cary Grant. Das heißt, er wird vielleicht sogar von Leuten Cary genannt, die ihn für Cary Grant halten. Er hat ja selbst mal gesagt, viele wollen sein wie Cary Grant, ich auch. Aber das verselbstständigt sich dann irgendwann. Ja. Und ja, Kevan zu Visierwasch ist die Privatperson, die aber auch journalistisch arbeitet, aber wesentlich persönlichere Statements abgeben kann, auch viel mehr über Dinge sprechen kann, wo man sagt, das hat jetzt mit diesem klassischen geopolitischen Journalismus nicht mehr viel zu tun. Ja, und das will ich auch gar nicht. Also ich will ja viel breiter werden. Ich weiß noch, mein letztes Statement damals noch beim RBB, dass ich gesagt habe, ich bin aber jetzt Künstler. Weil als Künstler hätte ich das offensichtlich... Du bist doch von Anfang an Künstler. Ja, hätte ich es gedurft. Ich meine, das, was du ja gemacht hast, war ja eine Art Kunst. So kritisch zu sein, dass man eigentlich alles abbasht und nichts übrig lässt. Also das war ja eine Art Hommage und auch Kunst. So würde ich es zumindest sehen. Das ist schön. Ich kann nur sagen, ein Beuys zum Beispiel, ein großer Künstler, war aber auch politisch. Natürlich. So. Viele waren politisch. Ja, und deswegen darf man nur, wenn man Künstler ist, politisch sein oder darf man nicht, wenn man politisch ist, auch Künstler sein. Ein Böll war Schriftsteller, war aber auch als Künstler, war aber auch politisch. So. Und dann kommt aber immer so von den üblichen Verdächtigen, bleiben Sie mal journalistisch tätig und so weiter. Auch ein Peter Hane zum Beispiel, was ist das, was der heute macht? Das ist ein guter Journalist, vollkommen klar, aber das ist heute auch sehr politisch und persönlich. Ich glaube einfach, wir sind ja alle, sollten ja alle verstehen, dass alles Politik ist. Aber ich wollte mir nicht mehr sagen lassen,
alle dürften darüber so reden, nur ich nicht, weil der Presseausweis mich daran hindert. Dabei ist es so, dass der Presseausweis oder mein Job mich ja dazu befähigt, viel besser darüber Bescheid zu wissen, weil ich das ja mache beruflich. Mhm. Und wenn ich dazu aber dann überhaupt keine persönliche Stellung mehr beziehen darf, weil ich soll ja Journalist sein, dann ist mir dieser Titel oder diese Eingrenzung nicht so lieb, weil ich glaube eben, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, es ist nicht so, dass die Menschen nicht gut informiert wären oder sich hätten gut informieren lassen können, also dass die Information nicht da wäre. Aber wir kriegen sie eben, glaube ich, eher auch, wenn wir sie emotional bekommen. Und das weiß ja auch jeder Werber. Und wenn ich jemanden als Journalist bewegen möchte, mal darüber nachzudenken, weil es elementar ist, und ich schaffe es nicht durch die reine Information, sondern durch ein persönliches Statement, oder ihn zu emotionalisieren, und er bewegt sich dann in die Richtung, wo ich denke, Junge, denk doch mal drüber nach. Du kannst doch nicht einfach sagen, Rüstungsexport ist okay. Wenn ich dir zeige, was das bedeutet. Wir wollten heute nicht über Politik. Ich weiß. Das war das verkehrte Wort. Ja. Ich frag dich jetzt und noch was. Aber, ich will es zu Ende führen. Nein, und es dich dann jetzt emotionalisiert und du sagst, hat er eigentlich recht. Und du sagst, ich mische mich jetzt da ein. Dann habe ich was erreicht. Sonst habe ich Leute gut informiert. Mhm. Und das ist nur Unterhaltung. Und dann sagen sie, mal sehen, was als nächstes kommt. Weil, und dann unterscheidet den gut Informierten, der nur unterhalten wird, und den nicht Informierten, der auch unterhalten wird, den unterscheidet am Ende nämlich nichts, weil die tun beide nichts. Dann kann ich mir das sparen. Und da habe ich gesagt, dann brauche ich also Jens. Und dann muss ich auch keinen Journalismus mehr machen. Weil wir alle haben doch, wenn wir Journalismus machen, jedenfalls ich mache ja keine Sportberichterstattung, wir haben doch schon den Anspruch, dass Menschen mit der Information was anfangen, sagen, das hat mich berührt, das hat mich bewegt, ich habe mein Handeln verändert. Mhm. Und wenn ich das gar nicht möchte, und ich möchte einfach nur Unterhaltung machen, das kann man auch tun, dann würde ich für so eine Zeitschrift arbeiten mit Schminktipps oder so. Ist auch gut, ja? Oder Sportwagen besprechen. Also in der Modezeitung könntest du schon arbeiten. Natürlich, wo ist eigentlich dein Pferd? Nur weil ich einen Stetson-Hut aufhabe, der ja eigentlich einen Präsidentenhut hat, bin ich noch kein Cowboy. Es ist nämlich kein Cowboy-Hut. Echt? Und das weißt du ja auch. Ja. Aber gut sieht er aus. Ja, aber wir sehen beide so aus, als wenn wir unser Pferd irgendwo geparkt hätten, oder? Ich mag Pferde sehr, aber ich kann nicht reiten. Echt nicht? Nee. Okay, das lernst du noch auf Korsika, aber das kriegen wir noch hin. Gut. Geht's dir eigentlich gut? So nach dem Ausstieg? Was heißt Ausstieg? Naja, ich meine, ein bisschen ausgestiegen. Nicht wirklich. Also erstmal die Frage, geht's dir gut? Das kann ich so nicht beantworten. Okay. Das ist sehr tagesformabhängig. Mhm. Also Menschen wie ich, du gehörst sicherlich auch dazu, können nie sagen, das ist mir jetzt alles scheißegal, ich mache jetzt nur noch privat. Mhm. Weil was sich nach dem Ausstieg alles ereignet hat, das betrifft mich ja. Nicht nur der ganze Impfwahnsinn und wie sich meine Kollegen verändert haben. Schon wieder, zweite Mal. Und auch die Gesellschaft so ganz komisch sich beäugt und so hohes Misstrauen. Auch was wir im Moment wirtschaftlich in diesem Land erleben. Dieses, wir rüsten auf, die Wehrpflicht wird zurückkommen. Hier passieren ja Dinge, die werden mich betreffen. Kriegswirtschaft. Ja, da werde ich nicht sagen, ach, das ist mir egal, ich wohne jetzt auf Korsika. Das hat doch, das wird was damit zu tun haben. Von daher würde ich sagen, da geht's mir gar nicht gut. Weil ich ja feststelle, da werden dieselben Dinge getan wie in der Vergangenheit. Und wenn man die benennt, dann heißt es, nein, das kann man nicht vergleichen. Aber jemand, der aufrüstet, was will denn der machen? Keine Friedensfahrten. Ja? Jemand, wo jetzt wieder bei der Bundeswehr mit neuen Helden geworben wird. Wohin geht die Reise? Die geht einfach, wir müssen Konflikte mit Gewalt lösen. Und das betrifft mich insofern, weil ich ja Kinder habe im wehrfähigen Alter. Und da wird es irgendwann kommen, dass es heißt, ja, die Wehrpflicht, die ist jetzt dann doch zurück. Wo ist denn ihr Sohn? Und da habe ich damit ein Problem. Wenn ich sage, ja, möchte aber nicht, das ist jetzt aber eben so, Sondersituation. Wobei geht's dir gut? Es geht mir gut, wenn ich nicht in Berlin bin. Ich bin ja in Berlin. Berlin hat ja... Sieht man, ne? Drei Linden. Ja, so sieht's bisschen, so ist es auch ein bisschen so vom Feeling her. Also ich kann nur sagen, ich bin nach Berlin gekommen, kurz nach Mauerfall. Das war ja rechtsfreier Raum. Da ging was in der Stadt. Viele Künstler. War eine coole Stadt. War eine super coole Stadt. Das waren die ersten 10, 15 Jahre. Fantastisch. So. Und dann dachte man, da kann man etwas anders machen. Die Alliierten waren teilweise abgezogen, jedenfalls zum großen Teil. Und plötzlich überall Ruinen. Künstler konnten aktiv werden. Auch KenFM hat ja damals so angefangen, weil weil wir ja in der Innenstadt, genau, konnten wir ein Büro mieten. Für 80 Euro oder sowas. Das 200 Euro ja, eine Wohnung, ja, mit, aber 100 Quadratmeter, ja, mit Ofen drin. Das können sich die Leute gar nicht mehr vorstellen. Da hast du 2 Tage in einem Café gearbeitet, damit war die Monatsmiete drin. Und dann konntest du den Rest einfach kreative Dinge tun, die du machen wolltest. Das hat sich ja alles verändert. Der Punkt ist heute, dass es nicht nur die Kosten durch die Decke gegangen sind, sondern es ist eine junge Bevölkerung inzwischen am Start, die sowas von ideologisiert sind, dass sie das gar nicht merken. Früher ist man in die Stadt gekommen. Jetzt zahlt man 500 Euro für ein WG-Zimmer. Genau. Etwa. Früher ist man in die Stadt gekommen, um die Verrückten zu treffen. Heute treffen sich die angepassten links-grünen Autoritären, um die Verrückten zu verjagen. Gegenteil von dem, was diese Stadt ausgemacht hat. Okay. Und da frage ich mich schon, haben die Menschen die Geschichte dieser Stadt nicht verstanden? Diese Stadt war immer rebellisch.
immer. Und inzwischen gehört sie zu den unpolitischen Städten, die es gibt. Die großen Demonstrationen, die hier stattgefunden haben, die kamen aus der Provinz und haben nach Berlin geführt. Die waren hier nicht organisiert. Und das sind alles Dinge, das gefällt mir gar nicht. Das ist sehr unschön. Ich bin da sehr enttäuscht, muss ich sagen. Nach dem Mauerfall war es ja wirklich so, das war so ein rechtsfreier Raum, könnte man fast sagen. Ich denke nur an diese ganzen Techno-Partys in den Kellern. Und jeder hat dann irgendwo sich die Lenin-Figur genommen, den Kopf genommen und in ein Café gestellt. Und man hat die DDR-Objekte dann zur Kunst gemacht. Also wirklich eine unglaublich legendäre Zeit. Vor allen Dingen eine Zeit, in der man gespürt hat, dass Menschen alles eigentlich alleine können. Man braucht nicht die Politik von oben. Die waren noch nicht da. Die waren genau, in Bonn. Genau, die haben sich ja gar nicht reingetraut in die Stadt teilweise. Ne? Ja. Ich bin da relativ schnell auch in den Osten gezogen. Da gab es ja nur 3 Brücken damals noch. Also was wir heute an Verbindungen haben, gab es ja gar nicht. Ich weiß nur, als die ersten Brücken da wieder aufgemacht haben, hier Diepgen, da wurde ja mit Eiern beworfen und so weiter. Weil der ruhigste Ort war ja praktisch in Kreuzberg, war dann Schluss. Ging ja nicht auf die andere Seite, heute Richtung Warschauer Straße. Das gab es ja alles nicht. Die ganzen U-Bahn-Stationen und Brücken, das war ja alles unterbrochen. Also bis das wieder aufgemacht hat, waren es ja 2 Städte, die dann, haben sich Taxifahrer nicht nach Ostberlin gebracht, weil sie es nicht auskamen. Oder war auch so ein Trend, sie haben dann überall bei den Straßenschildern Straße nur, also abgeklebt, da stand immer nur Straße. Also wie heißt die Straße? Einfach Straße. Das heißt, wenn du dich nicht auskanntest, hattest du ein Problem. Ich bin damals, nachdem ich 1,5 Jahre lang in Westberlin gewohnt hatte, mein Arbeitgeber war ja damals noch der SFB, Senderpreis Berlin, bin ich ganz schnell in den Ostteil gezogen, weil ich gemerkt habe, ey, das ist einfach noch viel, viel spannender und vor allem, hier gibt es alle Möglichkeiten und der heutige Innenstadtbereich, der ja unbezahlbar geworden ist, der war ja menschenleer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der war menschenleer. Ab und zu kam mal eine Straßenbahn vorbei. In der Rosenthaler Straße gab es, glaube ich, 1 oder 2 Cafés. Das muss man sich mal vorstellen. Sonst war da gar nichts. Die Hackischen Höfe, da war nichts. Das war einfach alles zappenduster. Und total schön, ne? Spannend war. Ne? Genau, und alle Kreativen sind dorthin. Es war wie so eine Geisterstadt, wo darf man das machen? Man fand keine Behörde, einen Polizisten, der gesagt hat, da müsst ihr mich mal fragen. Mhm. Und in der Zeit haben wir ja auch als Radiosender angefangen, weil wir haben Sendung gemacht von der Verkehrsinsel. Das kann sich ja gar keiner vorstellen. Und die Gäste waren diejenigen, die an der Verkehrsinsel halten. Wir haben verrücktes Zeug immer, irre. Und das ist heute natürlich alles so nicht mehr möglich, weil es sehr, sehr stark kommerzialisiert ist. Natürlich, die Außenbereiche gibt es immer noch viele Areas, wo du denkst, wow, ist viel Platz. Aber das haben wir ja Downtown gemacht. Und das ist eben. Wie kommerziell bist du heute? Ich verstehe die Frage nicht. Wie kommerziell bist du heute? Was bedeutet das? Ja, das frage ich dich ja. Ich bin nicht kommerziell, ich bin professionell. Wenn es darum geht, wenn ich. Ich war aber immer schon, was das angeht, hatte immer schon einen sehr professionellen. Du bist ein Fetischist, um es mal. Einen professionellen Anspruch. Ja, ja, wenn ich mit jemandem etwas mache, dann pfusche ich nicht. Nee, das stimmt. Und wenn ich aber etwas nicht kann, dann sage ich, ich kann das nicht und holen wir dann derjenige, der das kann. Ja? Denjenigen, der es kann. Aber wenn es darum geht, dass ich einen Beitrag mache, ob es jetzt im Audiobereich ist, also ein Radiobeitrag ist oder ob es mit Bild gemacht ist oder mit Ton, dann habe ich schon eine Orientierung an Leuten, die das wirklich gut können und versuche, denen nachzueifern nach dem Motto, wow, da gibt es ja Leute, die das super können. Mhm. Und diesen Anspruch habe ich, da bin ich, wenn das kommerziell sein sollte, dann ist das möglicherweise kommerziell, weil der Hammer hängt ja dann irgendwo, muss ich dir jetzt nicht auch als Fotograf sagen. Ja. Wenn ich jetzt anfangen würde, eine Kamera zu nehmen und Fotos zu machen, dann wird wahrscheinlich jemand sagen, okay, da ist möglicherweise Talent dabei, aber man sieht, dass du die noch nicht so oft, weil wie du das Licht setzt und so. Mhm. So. Also würde ich versuchen zu lernen, nicht, das muss so reichen. Mhm. Und dieser Anspruch ist geblieben und gestiegen. Wenn ich heute mit jemandem ein Interview mache, dann sorge ich auch weiterhin dafür, dass das vom Sound gut ist, dass das Licht gut ist, dass der technisch gut dasteht, dass der Hintergrund stimmt, dass man sich auf den Inhalt konzentrieren kann. Ich bin vorbereitet, ich verbrauche ja auch seine Zeit. Also nicht diese, ich mache das schon so lange. Du bist ja eine Make-up-Artistin oftmals, ne? Ja, wenn Leute bei uns vor der Kamera arbeiten, also bei Apolut vor der Kamera arbeiten, was ich ja technisch berate, dann sage ich, hör zu, das habe ich auch schon gesehen bei Polit-Sendungen, dass den Leuten der Schweiß runterlief, das ist einfach nicht schön, sowas anzugucken. Oder die glänzen, das ist auch nicht schön, sondern da muss unterbrochen werden. Das muss einfach so aussehen, dass man sich das gerne anguckt und ich sage, sag mal, das kannst du doch nicht machen, das ist doch unappetitlich. So. Oder einer hat irgendwie hier wie bei L'Oreal eine Nudel im Gesicht. Da muss doch einer mal kommen und sagen, so geht das nicht. Ja. Aber trotzdem hast du ja in den letzten Jahren auch gemerkt, dass so dieser Perfektionismus nicht unbedingt überall möglich ist. Also Zoom ist ja durchgeschlagen eigentlich in den letzten 3 Jahren wie noch nie. Also ich veröffentliche ja auch eine ganze Menge bei euch. Da haben wir auf der einen Seite die professionellen Sachen und auf der anderen Seite die ganz rudimentären Sachen. Ist der Inhalt wichtiger als das Bild oder macht beides? Du als Fotograf, der ganz genau weiß, dass ein Bild und ein Inhalt auch stark von Inszenierung lebt, kannst sagen, was willst du machen? Willst du Situationen aufnehmen, die sind so, wie sie dann sind? Oder sagst du,
ich überlege mir sehr viel mit deinem Bus zum Beispiel, wie die Leute aussehen, künstlerisch tätig sein. So, deswegen kann ich es nicht so eindeutig beantworten. Natürlich ist es so, durch die moderne Kommunikationstechnik erreichst du irgendjemanden, der hat gar kein Kamerateam, der ist jetzt einfach da in irgendeinem Gebiet, wo es spannend ist, wo was, haben wir dann einen Mann, ich kenne einen, der ist gerade da, dann rufst du den an und kannst über iPhone, sage ich jetzt mal, das Bild mitnehmen. Ja. Und dann sagst du, ey, guck mal, hier ist gerade Schlachtfeld-Action und da ist die Information so wichtig, dass ich auf dieses Wackelbild verzichte. Und das ist auch in Ordnung, weil das die Ausnahme sein sollte. Aber in einer Talksendung, wo ich über solche Inhalte spreche und so ein Video vielleicht einspiele, hätte ich schon eine gewisse Ernsthaftigkeit. Genau wie ich sage, wenn ich eine Zeitung kaufe, fände es schon gut, wenn erstens die Farbe nicht an meinen Fingern ist oder aber jedes zweite Wort ist ein Druckfehler und so geht auch raus. Dann denke ich, sag mal, das, der Auftritt, all das gibt auch eine gewisse Professionalität und einen gewissen Anspruch, der nach dem Motto, kann ich das ernst nehmen? Und auch um die Themen, um die da geht, sollte so aussehen, dass jemand, der sich das anschaut, das für seriös hält und sagt, ich kann das eben ernst nehmen. Wenn ich, Aber hat das nicht, also vielleicht einfach nochmal so aus meiner Sicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es fehlt authentisches Fernsehen, was auch ein bisschen rudimentär, also wenn es wichtig ist, rudimentär gemacht ist. Und dann setzt man dazu einfach dieses wirklich Perfekte. Ich weiß jetzt nicht, ob du zum Beispiel unseren 100-Ärzte-Trailer gesehen hast, wo wir ja wirklich schon richtig Gas gegeben haben. Ist dieser Kontrast nicht gerade spannend? Also ist das eine nicht dieses Authentische, dieses Real, dieses Echte, dieses die wichtige Information? Doch, ist genau. Kai so. Aber also weißt beides du, hat eine recht Berechtigung. Ja, ich kann nur eins sagen, ich würde A nicht gegen B ausspielen, weil es gibt etwas, was A, also das Gemachte, hat, was B nicht leisten kann. Mhm. Und umgedreht zum Beispiel. Also ein klassisches Beispiel. Als es noch KenFM gab, lebte das ganz stark von Persönlichkeit. Mhm. Ein Typ wie ich, der polarisiert meinetwegen, weil er so schnell spricht und eine klare Ansicht hat und sagt, das mache ich eben nicht. Das geht aber jedem so, der irgendwie als Aktivist rüberkommt. Ob du jetzt Rudi Dutschke nimmst oder Malcolm X, ich vergleiche mich nicht mit denen, ich sage nur, da hat man eine eindeutige Meinung, wie man den findet. Nicht, ja, habe ich mal gesehen, kann mich gar nicht mehr erinnern, sondern du erinnerst dich an so jemanden. Weil der einfach in irgendeiner Weise edgy ist. Also viele trauern dir oder der Personen kennen Jepsen hinterher. Genau. Und jetzt aber noch eine ganz wichtige Frage, die wollte ich die ganze Zeit stellen, nicht, dass ich das vergesse. War das Ganze eine Persiflage? Also war das wirklich etwas, was man auch schon fast überzogen kritisch, absichtlich überzogen kritisch, oder war das alles wirklich 100% ernst gemeint? Also das meiste war ernst gemeint. Ich habe dann später auch sehr stark mit Hohn und Spott gearbeitet, weil anders, also der Joker. Yeah. Dann ließ sich das nicht mehr ertragen. Ich habe ja auch eine Schauspielerin, die sagt, das wird jetzt eindeutig, ich muss jetzt in eine Kunstfigur wechseln, der Joker, weil ich kann, wo ich sage, hallo, das macht, wenn zum Beispiel jemand wie Milos Forman, einer Flug übers Kuckucksnest dreht, dann will er die Leute bewegen. Die Botschaft des Films ist nicht, was passiert mit Jack Nicholson. Jack Nicholson ist ein Symbol für, was passiert mit Leuten, die irgendwie nicht so sind, dass man sich als angepasst bezeichnen kann. Die werden am Ende operiert. Das ist eine Botschaft, die da, wie wir mit Andersdenken, den anderen umgehen, am Ende werden die am Schädel operiert. Das ist das, was wir hier sehen. Am Ende werden die Leute eben gebrochen, kaputt gemacht. Und dann sind sie alle im Gleichschritt. So. Gibt's ja viele Methoden, wie man das machen kann. Ja, klar. Aber der Unterschied ist eben, wenn ein Portal wie KenFM, was fing ja als Radioshow an, in ein journalistisches Portal wechselt mit vielen Formaten, die ich zum Teil fronte und sie auch mache, aber auch andere übergeben habe, dann ist es insofern ein Spagat, dass wir auf der einen Seite haben, da haben wir einen Anchorman und da gibt es viele Formate und da geht es bei mir aber darum, die Inhalte in den Formaten. Und bei Apolut ist es eben so, und das wollte ich auch beweisen, es geht nicht darum, dass man mich gut findet oder nicht gut findet, weil das ist dann praktisch Journalismus, so wie du ein Fan, du bist ein Fan. Es geht nicht darum, dass du diesen einen Spieler, diesen einen Spieler beim Fußball gut findest, sondern magst du Fußball. Und wenn der Spieler dann nicht mehr bei Bayern München ist, dann guckst du gar nicht mehr Bayern München, guckst auch gar kein Fußball mehr. Bist du dann wirklich Fußballfan oder bist du Fan dieses Typen? Und wenn ich sage, Fußball ist etwas Wichtiges, weil Jugendliche sich damit irgendwie identifizieren können und Sport kann dich auch sozialisieren und so, dann bin ich dafür, mir ist wichtiger, dass Menschen Fußball mögen oder diesen Breitensport mögen, als die haben aufgehört, Fußball überhaupt gut zu finden, seit ihr Lieblingsspieler nicht mehr dabei ist. So, es gibt Leute, die sagen, ja, ich guck's ja gar nicht mehr, ich habe eigentlich nur wegen dem Spieler geguckt. So, und bei Apolut ist es eben so, ich bin bei Apolut ja noch ab und zu vertreten, wenn ich mal zu einer Sendung komme, das passiert relativ selten, weil ich sagen wollte, Freunde, es geht doch nicht um mich, es geht um die journalistischen Inhalte, die von vielen Kollegen, die übernehmen ja auch Beiträge und vertonen die, gebracht werden, die wir gar nicht bringen könnten. Also wenn ich überlege, ein Rainer Rupp oder ein Effenberger, was die an Expertise auf ihrem Gebiet haben, das ist total wichtig, dass das jemand bringt. Und wenn die das auf ihrem kleinen Kanal bringen, lesen das wesentlich weniger Leute, als wenn wir diesen Text bekommen, den vertonen und als Podcast rausstellen und sagen, das ist ja total interessant. Das heißt, wir sind ein Verteiler für guten Journalismus. Und das ist wichtiger, als was ich persönlich mache.
Das ist wichtiger, dass wir einen Fakti zu Wort kommen lassen, als was ich persönlich denke. Es geht um die Expertise oder um unterschiedliche Expertisen, die ein solches Portal bringen soll. Und wenn jemand aber sagt, das gucke ich ja nicht mehr, weil der Herr Jepsen ja nicht mehr dabei ist, dann wird dieses Portal verschwinden und mit dem Portal all das, was an journalistischen Inhalten da ist. Und das ist einfach deutlich wichtiger, als was ich mache. Das aber trotzdem wichtiger. Hast du ja unheimlich viel geprägt. Also ich sage jetzt mal, zum Beispiel Daniele Ganser hat zum Beispiel dieses Bild des der Menschheitsfamilie geprägt. Du hast zum Beispiel, und deswegen habe ich das auch so gefragt, ist das eine Persiflage gewesen auch oder Ansätze von einer Persiflage, zum Beispiel Flinten-Uschi oder die grünen, NATO-versüfften Grünen oder irgendwie so. Olivgrün. Olivgrün, ja. Genau. Die NATO-Erfahrung. Genau, die NATO-Erfahrung. Also da gibt es ja so einige Dinge, die so typisch Ken Jebsen sind. Ja, offline ist das neue Bio. Ja, genau. Das ist genau. Alles. Ja, ich hab schon einige Sachen vergessen. Ist ja schon auch 3 Jahre her. War da schon ein gewisser Schalk in dir auch? Weil man kann das Ganze ja nur mit Humor noch sehen. Also war da ein Schalk oder war das alles wirklich ernst gemeint? War das wirklich ernst gemeint, dass man das alles scheiße ist? Weil ich sag nicht, dass alles scheiße ist. Nur wir haben es. Guck mal, ich bin ein Freund oder ich bin ein Fan, muss ich wirklich sagen. Ich bin selten von jemandem Fan, aber ich bin ein Fan von Peter Hane. Dieser ehemalige Tagesschau-Mann, alles möglich gemacht, weil der hat das Herz auf der Zunge, das ist ein sehr schlauer Kopf, der einfach sagt, wir haben es heute in der Politik, in der Spitzenpolitik, eine Top-Position mit Leuten zu tun, das ist eigentlich, das sind Minderleister und das ist eigentlich, wie soll ich mich ausdrücken, aber die sind bildungsarm. Ja, genau. Bildungsarme Bürger, ja, also bildungsschwache Bürger werden dann Finanzminister oder Außenministerium. Das ist aber ganz gefährlich und ganz traurig. So, und ab wenn du da aber siehst, das ist das jetzt gängig, dann kommt noch Ricarda Lang dazu, wo ist die Expertise? Ja, sexuell unentschlossen, was ist die Expertise? Und dann stellt diese Regierung auch noch 12.000 Fachleute ein, was machen die eigentlich selbst noch? Also, und du weißt das alles gar nicht und das ist ja so. Dann musst du irgendwann, wenn du eben siehst, die Leute sind irgendwie... Ich verstehe, glaube ich, Demokratie gar nicht mehr, was da los ist. Und jeder denkt, ach, irgendjemand wird sich drum kümmern. Es kümmert sich aber gar keiner drum, weil jemand mal kurz im Halbsatz Russland den Krieg erklärt, kann ja mal passieren. Oder soll sich um 360 Grad drehen, Herr Putin? Wo du denkst, da wird ja jeder Satiriker arbeitslos. Jetzt sitzen die Leute aber in einer Nation, die 4. Industrienation der Welt ist. Also noch, das wird sich ja jetzt alles ändern. Und da sage ich, du weißt aber schon, wenn du an so vielen Stellen Pfeifen hast, und zwar an allen Schaltstellen nur noch Pfeifen hast, hat es Konsequenzen. Dass es in der Politik an Stellen Pfeifen gibt, hat es immer gegeben. Aber der Grad prozentual an Irren, die dort an Schaltstellen stehen, das kann nicht auf Dauer gut gehen. Und wenn du mit Informationen nicht mehr weiterkommst, wenn du es nicht mehr schaffst zu empören, dann bleibt dir nur noch eins. Da bleibt dir nur noch Hohn und Spott. Okay. Weil das ist das, was ich sage. Hör zu, wem gehört denn eigentlich dieses Land? Wir leben doch hier. Unsere Kinder leben doch hier. Wir haben doch unsere Steuern hier bezahlt. Ich habe doch das Recht auf eine gewisse Leistung. Wenn ich Krankenkassenbeiträge bezahlen muss und ich muss dann in ein Krankenhaus wegen einem Motorradunfall und da sitzt jemand dran, der hat gar keine Ahnung, aber er würde es unglaublich gerne machen, dann würde ich sagen, was soll denn das? Naja, wenn Sie mich jetzt nicht operieren lassen, ist fast schon diskriminierend. Ich würde mich mal gerne ausprobieren. Ich wäre mit Herzblut. Sie sind gar nicht ausgebildet. Ja, aber hier sind nur noch so Leute. Ich bin schon seit 3 Wochen da, die anderen erst seit einer Woche. Da würde ich sagen, hier stimmt doch was. Ist das ein Joke? Wo ist die versteckte Kamera? Das ist das, was wir heute haben. Und wenn das aber alles nichts mehr bringt, und das ist irgendwie so, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder denkt, pauschal jetzt, das ist zwar alles ganz komisch, aber irgendjemand wird sich drum kümmern. Das ist wie mit diesen Baustellen, wo nicht jemand ist. Irgendjemand, aber wo ist, die Deutsche Bahn ist ja ein Beispiel dafür, was mit diesem Land passiert. Maskenzwang hat super geklappt, aber kommt doch mal pünktlich. So, und diese Deutsche Bahn ist ja kaputt gespart worden unter Jahrzehnten der CSU. Das muss man doch mal sagen, weil es ist doch mein Geld, Kai. Die geben mein Geld für etwas aus, was dann gar nicht funktioniert und sagen dann zu mir aber, auch noch Autos teurer, Autobahn, wir fahren doch mit der Bahn. Mit welcher fucking Bahn? Verstehst du? Wenn du natürlich den Fahrdienst hast, der dich dauernd von A nach B, dann find ich das arrogant. Und darüber ärgere ich mich. Wenn ich aber merke, dass Ärger nichts mehr bringt, dann bleibt nur noch Hohn und Spott. Und wenn das auch nichts mehr bringt, dann weiß ich auch nicht. Gibt's noch irgendeine Chance, die du siehst, dass das Ruder rumgerissen wird? Wir wollten ja eigentlich philosophische Gespräche führen, ne? Ja, das ist jetzt philosophisch. Nicht politisch. Also. Gibt es noch eine Chance, dass der Zug nicht gegen die Wand fährt? Das ist meiner Meinung nach vollkommen möglich, weil dieses Land darf ja nicht mal offen aussprechen, nicht die Journalisten und auch nicht die Künstler und auch nicht die Wirtschaftsbosse. Wir haben gerade einen Anschlag erlebt auf die deutsche Industrie. Und die Konsequenzen werden wir jetzt erleben. Wir erleben die alle. Die werden nämlich so, dass dieses Land wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und du siehst, es gibt ja große Abwerbungsangebote aus den Vereinigten Staaten. Hier ist erstens billige Energie und es werden Umzugskosten finanziert. Und dieses produzierende Gewerbe, auf dem basiert alles.
Das wird auch dich betreffen. Weil das produzierende Gewerbe bringt Leute dazu, nicht nur Dinge zu kaufen, zu verkaufen, sondern Geld übrig zu haben für Künstler, für Journalisten. Und das wird alles weggehen. Und das heißt, es wird ein großes Artensterben geben, weil das Geld, was nicht mehr verdient wird über Produkte, die verkauft wird, ist auch nicht mehr da, um damit seinen Friseur zu bezahlen, ein Portal zu bezahlen oder irgendeinen Künstler zu bezahlen. Es wird ein Artensterben geben, es wird ein großes Sterben von alternativem Journalismus geben, es wird nur noch Mainstream und das eben geben. Und das wird Konsequenzen haben. Aber KI kann das ja kompensieren. Ja, ja. Und das wird es eben haben. Und da kann ich nur sagen, da bin ich übrigens ernst, wenn diese Community nicht in der Lage ist, zu erkennen, dass das Wesentlichste, um etwas zu verändern, die alternativen Medien sind, um überhaupt Wege zu zeigen, dann haben sie den Schuss nicht gehört. Weil der Punkt ist, das, was du sagst zu Madeleine, mit können 100 Ärzte lügen, das müsste doch eigentlich ARD und ZDF bringen. Das bringen sie nicht. Das heißt, wenn man andere Standpunkte sehen möchte und wartet bei den Medien, die man bezahlt, wird man es nie bekommen. Das heißt, wir sind eigentlich diejenigen, die diese Diversität der Medien machen, was im Grundgesetz drin steht. Und wenn wir verschwinden, weil die Leute sich das nicht mehr leisten können oder wollen oder warum auch immer, dann bist du der totalen Propaganda auf allen Gebieten ausgesetzt. Und dann ist sagen, wenn du glaubst, dass das keine Konsequenzen hat, na gute Nacht, Marie, das hat ernsthafte Konsequenzen. Das ist natürlich, wie gesagt, ich vergifte das Grundwasser immer ein bisschen mehr und ab irgendwann ist es eben so, dass es Folgen hat. Ach, ich guck einfach weg. Und das ist, was hier immer passiert. Wir haben hier einen politisch gemachten Klimawandel. Der ist ja menschengemacht, 100%. Und jeder, der etwas anderes denkt, über wie man mit einem politischen Gegner umgeht, mit Impfen umgeht, mit Geld umgeht, der etwas anderes denkt, der ist zum Feind erklärt worden. Da haben wir sogar hier liberale Moderne, ja, mit den Grünen. Und da gelten diejenigen, also was wir machen, andere Medien, nicht embeddete Medien, die haben einen eigenen Reiter, da steht wirklich oben drüber Feindbeobachtung. Das kommt mir sowas von bekannt vor. Darf ich dir mal ganz kurz dazwischen eine Frage stellen? Warum leben wir noch? Wir beide? Ja. Meinst, warum du natürlich noch mehr als ich, aber warum leben wir? Weil wir nicht relevant sind. Sind wir vielleicht die Projektionsfläche, die die brauchen, um sich an bestimmten Leuten abzuarbeiten? Was braucht ja immer das Minus auch. Ne? Ist möglich, aber der Punkt ist ja, wenn du dir überlegst, es gibt ja Leute, die sagen, wenn wir einen YouTube-Kanal, ich wusste gar nicht mehr, wo ihr seid. Also Menschen, die im alternativen Raum unterwegs sind. Und dann bist du nicht mehr bei YouTube, sagen, ich dachte, ihr macht's. Du hast in all der Zeit nicht mitbekommen, dass sich da, dann sind das Leute, die im alternativen Bereich auch nur konsumieren. Liebe Community, sorry, dass wir hier kurz unterbrechen. Wir möchten euch bitten, doch unseren Kanal zu abonnieren und vielleicht auch noch die Glocke anzumachen. Und wenn ihr uns wirklich helfen wollt, dass unsere Community groß wird und auch sicher, dann abonniert doch unseren Newsletter. Den findet ihr auf 100erze.com. Vielen Dank, euer Kai Stuth. Und ich brauche für die verschiedenen Bereiche Gesprächspartner, die mir im Detail erklären, was es bedeutet. Ich bin ja kein Bagdi. Ich bin ja kein Drosten. Ich bin ja kein Wodak, also im medizinischen Bereich. Ich würde solche Leute zu Wort kommen lassen, habe sie zu Wort kommen lassen, damit die mir erklären, was bedeutet das eigentlich, Spike-Protein? Was hat das für einen Effekt? So, weil wenn man denen schon zuhört, wird es ja schon, aha, kann sie das mal wiederholen. Das gilt ja für viele Bereiche. Was bedeutet, wenn wir sagen, Energie sparen, also alle Autos mit Batterie und jetzt die Atomkraftwerke bauen? Was heißt denn das eigentlich? Was heißt das? Was heißt das, wenn wir 100 Milliarden Sondervermögen aufrüsten? Was bedeutet das konkret? Wo fehlt denn das Geld? Was bedeutet, wenn wir noch mehr Flüchtlinge in dieses Land lassen durch geopolitische Kriege? Könnte es sein, dass die Gesellschaft überlastet wird? Wie sieht's denn an den Schulen aus? Gibt es eine Problemschule oder eine normale Schule, wo ein Spitzenpolitiker sagt, wir müssen das, seine Kinder hat? Die Antwort lautet nein. Das gibt es nicht. Lass uns mal ein bisschen darüber gehen. Und, es zu Ende zu führen. Ja. Diese Themen müssen bearbeitet werden. Und einer wie ich zum Beispiel kann für ein Portal Werbung machen, als bunter Vogel, sagen, geh mal auf das Portal. Wenn die Leute dann sagen, na, ich gehe jetzt nicht mehr auf das Portal, weil der bunte Vogel kommt nicht mehr drauf, sagen, das ging doch nicht um mich. Weißt du, es ist super, dass es beim ZDF lange Wetten, das gab, Unterhaltung, Fußball. Aber es ging auch um Sendungen, die einem Bildungsfernsehen weitergebracht haben. Und wenn man jetzt sagt, ich guck nur ZDF wegen Wetten, das, da brauche ich auch ZDF da nicht, dann wirst du über alle anderen Dinge, die das ZDF gebracht hat oder Arte gebracht hat, nicht mehr informiert, dann willst du nur unterhalten werden. Eine Gesellschaft, die nur unterhalten werden will oder wie sich jemand aufregen will, das ist dann so, ich brauche keinen politischen Film mehr, sondern ich gucke eigentlich immer nur Rambo. Oder irgendeine Fernsehserie, ich gucke immer nur gute Zeiten, schlechte Zeiten, das reicht mir eigentlich. Das kann Film leisten. Aber Film kann doch auch dich sagen, wow, dieser Film hat mich berührt, weil er hat etwas gezeigt, das wusste ich gar nicht, über ein Land. Nee, ich will immer nur gute Zeiten, eine Serie will ich haben. Und wenn Leute Serie haben wollen, Unterhaltung, dann bin ich der falsche Mann. Glaubst du, dass du oder wir alle überhaupt irgendetwas bewegt haben? Klar haben wir was bewegt. Natürlich haben wir was bewegt. Die Frage ist, ob dieses Rad, das wir bewegt haben, ob es am Ende des Tages, sag ich mal, ob das relevant ist. Und mir sagen viele Leute,
ich hätte ihnen dabei geholfen, mal hinter die Kulisse zu gucken, sagen, aufzuwachen. Aber in Zeiten wie diesen, wo man nicht mehr weiß, wie man über Runden kommen soll, was kann man davon dann noch umsetzen? Das muss man ja auch noch sehen. Und wir sehen es ja auch, wie viele von denen, die gesagt haben, sie haben etwas verändert, sind denn politisch dahingehend aktiv, dass sie irgendetwas tun? Also jetzt kann man sagen, also sie sind vielleicht so schlau, dass sie keine, viel passiert. Ja, dass sie keine Demos mehr machen, sie handeln anders. Ja. Könnte ja sein. Ja? Also nach dem Motto, sie gehen nicht zu der Sarah Wagenknecht-Demo, weil sie alles schon begriffen haben und handeln anders. Ja? Okay, angenommen, nehmen wir mal an, das ist so. Ne? So, woran kann ich das erkennen? Dass die Bürger gesagt haben, weißt du, ich handle anders. Woran kann ich es erkennen? Ich kann es nur erkennen, wenn Leute sich gegen den Staat und was der Staat vorsieht, auflehnen. Wo denn? Mhm. Wo lehnen sie nicht auf? Kannst du mir das sagen? Wo gehen denn die Leute auf die Straße und sagen, Entschuldigung, ich bin nicht bereit, diese Gaspreise zu bezahlen, weil ihr nicht nachforschen wollt, wer die Pipeline gesprengt hat? Wo gehen sie denn auf die Straße und sagen, ich schub gerade mal eben 100 Milliarden Sondervermögen und unsere Schulen fallen auseinander, die Bahn geht nicht mehr. Das mache ich nicht. Ich gehe also vor der Kaserne. Wo sehe ich das denn? Sondern das ist wie so sediert. Ich frage mich mal, was tun die ins Grundwasser? Weißt du so? Das ist wie sediert. Das ist so, irgendwann ab einem gewissen Punkt hat man sich abgefunden. Das ist irgendwie so oder einen Kopf in den Sand oder denkt, naja, irgendwann kommt jemand und dann ist alles wieder vorbei. Der zum letzten Mal kam, der kam ja von außen. Der dafür sorgt, dass es immer so ist, das ist genau derselbe, der von außen kam. So. Und wenn du etwas ändern möchtest in einer Gesellschaft, die nur scheindemokratisch ist, wir leben in einer Scheindemokratie, weil wir dürfen alle 4 Jahre einmal wählen. Und wenn wir unsere Stimme abgegeben haben, können die Parteien die nächsten 4 Jahre damit machen, was sie wollen, tun das eben auch. Sie machen Wahlplakate mit, kein Export von Rüstungsgütern in Rüstungsgebiete, in Kriegsgebiete, und danach tun sie das. Das ist Betrug. Und dann kannst du dich 4 Jahre ärgern und das war's. Es ist ja ohne Konsequenzen für die, so. Ein solches Land, das geht mir so auf den Sack, Kai, tut mir wirklich leid, dass die Leute sagen, ja, das sind alles politische Analphabeten, verstehst du? Und weitestgehend geblieben. Oder sie fragen mich dann, was soll man denn machen? Wir beide haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Und manchmal frage ich mich, hat sich das eigentlich gelohnt? Ich kann es auch nicht anders, weil ich kann nicht einfach schlucken, was scheiße ist, und sagen, ich bin kein Opportunist, bin ich nicht gut drin. Aber am Ende des Tages, was hat es gebracht? Das werden die nächsten Jahre finden. Nur wenn ich mir im Moment angucke, was an Engagement bei der Jugend da ist, an Tendenz, dass bei der Jugend da ist, da sehe ich nur Menschen, die sich benutzen lassen. Letzte Generation, sage ich jetzt mal. Kleben sie irgendwo hin und fliegen dann in Urlaub und so. Weißt du, was ich meine? So. Alles so Dinge, für die dann die neuen Helden, die Spitzen der Grünen sind, wo ich denke, das ist auch bildungsferne Schichten. Tut mir leid. Also, ob wir was bewegt haben, ich weiß es nicht. Ja. Ja? Sag mal, würdest du dich eigentlich mit den Klimaklebern an die Luxusjachten und an die Learjets der Superreichen kleben? Die sind ja CO2-befreit. Das ist ja das Schöne. Ja, genau. Aber würdest du, wenn die Jungs jetzt mitmachen würden, würdest du dich dann mit an die Luxusjachten kleben? Die verbrauchen ja 20.000 Liter genau. die Stunde. Da würde ich fragen. Ich habe ja auch gleich gepostet, Entschuldigung, Klimakleber, alles super, aber warum kritisiert ihr eigentlich nicht die CO2-Abgaben von so einem Panzer? Krieg können wir uns nach eurem Klima gar nicht leisten. Da könnten wir eigentlich auch die Klimakleber dran kleben. Ja, also Krieg geht gar nicht. Also der braucht ja 500 Liter im Gelände. Also Krieg ist total klimaschädlich und dann verjagen die auch seltene Frösche oder schießen, wo gerade Vögel brüten. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Ja? Du bist ja beim SSB rausgeflogen, weil RBB, Entschuldigung, ja. Beim RBB rausgeflogen, weil du über Uran Munition gesprochen hast, unter anderem, ja. Die findet doch jetzt da auch wieder statt, oder? Alles, so, deswegen so. Ich meine, das ist doch was. Nein. Also die Grünen fordern schwere Waffen, schießen da alles in die Luft, verseuchen die Umwelt mit Uran gehärteter Munition, mit Panzern, die 500 Liter verbrauchen, und reden aber davon, dass eine Hausfrau nicht mehr zur Arbeit fahren soll. Weißt du, du sprichst es an. Also wenn du sagst, du meinst es mit dem Klima wirklich ernst. Und die Frage ist ja, okay, das Klima ändert sich. Das ist der Witz von Klima. Ja. Klima, seit den Vulkanen hat sich das Klima geändert. Klima ändert sich. Hat möglicherweise auch mit dieser Sonne zu tun. Die Frage ist ja, wie stark ist der Einfluss des Menschen? Das ist die Frage. Da gibt es die einen sagen das, die anderen sagen das. Sei ja ganz viele Experten sagen das. Ganz viele Experten haben in den 80ern gesagt, die Eiszeit kommt. Geh einfach in die 80er und guck dir an, wie viele Spiegeltitel mit der neuen Eiszeit da waren. Da waren ganz viele, es waren auch Experten. Darum geht's aber nicht. Es geht darum, wenn du es wirklich ernst meinst und sagst, das ist wirklich so, und jeder, der was anderes behauptet hat, die zeigen das halt nicht. Okay, aber dann geh doch mal gegen die größten Klimaschweine vor. Das ist das Militär. Ja, das ist das Militär. Und das sind natürlich die Leute, die die Klimakrise sozusagen besprechen, die mit 1500 Learjets nach Davos fliegen. Genau, ja, geh doch mal. Dann mit ihrem Helikopter zu ihren Superjachten oder zu ihren Luxus. Oder die im Ölhandel sind. Oder dass du sagst, ich bin für den Klimaschutz, aber gleichzeitig bekämpfe ich eben das noch. Besser dastehen jetzt Gas der Russen und hol mir jetzt LNG und Fracking-Gas mit einem Tanker. Sag mal, das ist der totale Selbstmord. Es spielt da keine Rolle. Und da kannst du dran sehen,
Das ist alles ferngelenkt. Das ist alles nur, ich will irgendwo dabei sein, um relevant zu haben, weil ich bin, ich weiß gar nicht, was ich sonst soll. Und das ist eben so, das sind Menschen, die brauchen eine Ideologie wie einen Club, weil sie keine Roots mehr haben. Die werden ja auch benutzt. Eine ganz klare Frage. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, wir können so nicht weitermachen. Das verstehe ich. Und ich finde es auch super, wenn man sagt, letzte Generation irgendwie Marketing. Aber man muss vielleicht in der Frage, werden wir möglicherweise benutzt? Weil während wir hier für das Klima kämpfen, dass die Frau eben nicht mit ihrem Wagen fahren kann, rollen im Hintergrund riesige, werden Flugzeugträger gebaut, Panzer fliegen. Das ist doch das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ja, das spielt keine Rolle. Deswegen wollte ich jetzt mal das alles auf einen Punkt bringen. Ich muss dich manchmal wirklich bremsen. Okay. Ist das eigentlich ein philosophisches Gespräch? Ja, es ist mal wieder abgeglitten. Gut, dann lass uns jetzt mal philosophisch. Aber egal, das macht nichts. Ich kenne dich ja mittlerweile. So, alles auf einen Punkt gebracht. Würde es die Klimakrise geben, wenn die Klimakleber sich an alle Learjets und an alle Luxusjachten kleben würden und die Gesellschaft entscheiden würde, die werden jetzt alle stillgelegt? Es gibt keine Learjets mehr, es gibt nur noch eine Klasse im Flieger, nämlich wo alle drin sitzen, so voll wie es irgendwie geht, damit das Klima geschützt wird. Ja. Glaubst du, dass es dann noch eine Klimakrise geben würde? Nicht in den Medien. In den Medien wären das irgendwelche verrückten Spinner, Terroristen, gegen die wird man vorgehen. Nein, die sollen... Dann ist doch klar, was zu tun ist, oder? Weißt du, ich will also mal wenn so, wir die Welt retten wollen, kleben wir uns jetzt an die Luxusjacht. Wenn wir die Welt wirklich retten wollen, die Frage ist, was heißt das retten wollen? Da sollten wir einfach ehrlich sein, sagen, okay, diejenigen, die zu den anderen sagen, ihr könnt nicht mehr so weiterleben, gehen die denn mit neuer Bescheidenheit gut voran oder eben nicht? 2400 so. Tonnen verbraucht ein Reicher. Und da geht natürlich nach oben, geht's auch noch weiter. Dann sagen die, wir sind aber nicht so viele. So, 11 Tonnen verbraucht ein Deutscher und circa eine Tonne verbraucht einer, der in Indien lebt. Ja. Also, genau. 2400 Mal so viel, das ist schon ein Argument, eigentlich ganz oben anzufangen, oder? Also im Grunde genommen muss doch oben angefangen werden, wenn wir die Welt retten wollen, oder? Wir müssen überall anfangen, aber wir müssen sagen, okay, dann ist ja eigentlich auch so, wir fahren ja heute mit diesen ganzen Lastwagen hier rum, Ware von A nach B, statt die lokal zu produzieren, um uns gegenseitig die Preise kaputt, damit es auch Erdbeeren zu jeder Jahreszeit überall gibt, das alles klappt nicht mehr. Aber allein, dass wir an Klimabelastung machen durch unser Streaming, wo alle ihre, da ist ja wahr, ich glaube, so eine Information ist, so ein Bit hier ist im Schnitt 11.000 Kilometer unterwegs, als was da an Energie verbraucht wird. All das müssten wir hinterfragen, die ständige Erreichbarkeit und so. Das ist ja nicht. Also das die heißt, Handys sozusagen auch abschaffen. Auch das ist alles in einem Ausmaß irrsinnig, was da produziert wird an CO2. Das kostet ja wahnsinnig viel Energie, ist aber unsichtbar. Aber wir werden darauf gelenkt, dass wir uns jetzt gegen den und wahrscheinlich alle Elektroautos fahren. Dann sollen wir jetzt einen Tesla kaufen, ne? Okay. So, damit ist das Klima nicht gerettet. Aber jetzt mal eine ganz, ganz blöde Frage. Und da wir jetzt sowieso schon im Politischen gelandet sind. Wenn 5,2 Milliarden Menschen geimpft sind, dann ist das Problem noch gelöst. Wenn die Ärzte, die Recht haben und sagen, dass das davon in 10 Jahren keine mehr gibt. Also ich will es mal so sagen. Ist das ein biologisch, also ich frage das nochmal vielleicht ein bisschen direkter. Befinden wir uns in einem biologisch-digitalen Krieg, so wie das Ernst Wolf gesagt hat, der das Problem löst, indem sich die Leute selber beseitigen? Also, das glaube ich ja. Ich habe von Anfang an gesagt, es wird von oben wird die Rente eingekürzt und von unten wird die Fruchtbarkeit stark eingeschränkt. Das habe ich in meinem ersten Video Bill Gates kapert Deutschland gesagt. Fruchtbarkeit freischalten. Das wird kommen. Und aus ihrer Sicht ist es so, wir brauchen diese vielen Menschen nicht mehr, weil die wollen jetzt alle so leben wie wir. Oder wir müssen dafür sorgen, irgendetwas zu tun, weil der Wegwerfkapitalismus ja produzieren muss. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Gar nicht mehr. Wenn die auf einmal immer weniger werden, dann geht das. Wir dampfen das langsam runter. Die Milestones mit ihren 500 Millionen sind ja auch schon weg. Und irgendwann steht bei Wikipedia, es gab immer nur 500 Millionen Menschen. Und dann sagt ihr, es gab mal 7 Milliarden, das ist ein Schwurbler. Und die Generation, die das dann liest, kennt auch nur die 500 Millionen und sagt so Quatsch. Man kann es auch so regeln. Und wenn ich bösartig bin, und ich glaube, die sind bösartig. Und wenn ich diese Möglichkeiten habe, und die haben diese Möglichkeiten, und wenn ich dieses Menschenbild habe, und das ist ihr Menschenbild, nämlich von Schäfern auf Herde, dann habe ich kein Problem damit, wie ein Jäger, wenn er sagt, wir haben leider keine Bären und Wölfe mehr, ab und zu muss ich ein bisschen aussondieren. Ein bisschen hegen und pflegen. Hat ja schon Hüsch gesagt. Ein Jäger hat keinen schlechten Tag, weil er abends 13 Rehe abgeschossen hat. Im Gegenteil, das ist sein Job. Weil er einfach die natürlichen Feinde gibt es nicht mehr. Und das ist das Problem, was wir in diesem kapitalistischen System haben. Die natürlichen Feinde des kapitalistischen Systems, die nötig waren, waren regelmäßig große Kriege. Die haben alles kaputt gemacht und dann konnte ich wieder aufbauen. Ist nicht mehr so, weil wir alle atomar bewaffnet sind. Und jetzt vermehren wir uns und haben produzieren und schaffen die Arten ab. Deswegen der Ansatz von Herrn Schwab ist auch so, die ganze Erde geht kaputt und dann können wir Reichen ja auch nicht beleben. Wie werden wir die los, die wir letztendlich zu Konsumenten, Massenkonsumenten aufgerüstet haben, indem wir Folgendes machen. Es gibt ein Segment, in dem wir kapitalistisch wachsen können und gleichzeitig das Problem verkleinern. Und zwar erhöhen wir die Krankheit pro Person.
Das habe ich aber schon ganz früh gesagt. Wir sind immer weniger Menschen, aber pro Person Krankheit. Ich verdiene auch noch kapitalistisch daran. Das heißt, ich rechne dann auch, die Pharmaindustrie macht es ja gerade vor. Die Pharmaindustrie kassiert ohne Ende. Lauterbach hat doch gesagt, die verdienen nichts damit. Jetzt ist es exorbitant und das kommt alles so durch. Und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt. Merkel hat das übrigens auch gesagt. Ja, dass wir es bei Systemen, die über große Mittel verfügen, ökonomische Macht, auch, dass wir es auch mit politischer Korruption zu tun haben, ob es jetzt Waffen, Banken oder Pharmalobby ist, das ist jetzt nichts Neues. Aber dass Journalisten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erkennen, wie sie benutzt werden und sich als Tool benutzen lassen gegen Bürger. Glaubst du, dass das oder Journalisten nicht erkennen? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin da in Disput mit einigen, die den Stockholm-Syndrom entwickeln. Was machst du hier eigentlich? Du verteidigst die Demokratie nicht gegen Oligarchen, sondern du greifst im Sinne der Oligarchen die an, die darauf aufmerksam machen. Das ist etwas, was mich total erschreckt. Tut mir leid. Ich gehe mal wieder ein bisschen da in die Richtung. Ja? Das ist ja ein ganz historischer Platz hier. Für die, die es nicht wissen, das ist hier sozusagen der Platz, an dem der Westen vom Osten getrennt war. Drei Linden. Also hier bist du als Jugendlicher bestimmt auch über die Grenze gegangen. Ja. War eine krasse Zeit, ne? Richtig. So eben durchgehen war ja nicht. Nee, anhalten nee. Und der Spiegel und das Auto. So war das ja. Klar, und Kofferraum man, auf. Und wenn man doof geguckt hat, dann war noch ein bisschen mehr. Ne? Genau, ja. So war das. Ja, wir haben den Platz ausgewählt, weil irgendwie braucht man einen ruhigen Platz. Okay, ganz ruhig ist es hier nicht, weil die Autobahn in der Nähe ist. Aber das Bild passt ganz gut. Das, was du hier siehst. Das ist Vergangenheit. Na, eben nicht. Das ist inzwischen die Gegenwart wieder. Das ist der Zustand Deutschlands. Und es wird genauso... Deutschland wird genauso abgefragt oder wenn man glaubt, es kommt wieder zurück, wie die DDR zurückkommen wird. Die Geschichte geht vorbei. Das ist zum dritten Mal, dass Deutschland kaputt gemacht wird. Zum dritten Mal mit derselben Methode und die Leute begreifen das überhaupt nicht. Ich habe heute und auch ein paar Tage schon davor immer wieder mit sehr einflussreichen Leuten gesprochen. Und die sagen, der Geldadel oder die Industriellen, ein Großteil kapiert das selber nicht. Die haben sich selber zum großen Teil geimpft. Könnte sein. Kannst du dir das erklären? Das kann ich mir erklären. In der Geschichte, die Frage, die ich mir immer gestellt habe, im Grunde mache ja Mustererkennung, wo du sagst, ach, das kommt mir bekannt vor. Wie jemand, wenn man Tierfilmer ist, da muss man über alle Jahreszeiten gehen, damit man das Tier erkennt. Man kann nicht sagen, ach, ich gehe in den Zoo und da kann ich in einer Viertelstunde, da läuft auch der Fuchs rum, der sieht zwar aus wie ein Fuchs und da ist vielleicht auch mal ein bisschen Schnee drin, aber benimmt sich nicht wie ein Fuchs. Ich muss warten in der Natur, dass ein Fuchs vorbeikommt. Und oft kann es sein, obwohl ich 4 Jahreszeiten gewartet habe, dass der Fuchs nicht vorbeikam. Kann sein. So. Die Frage, die ich anschließen möchte, ist, wie kann es eigentlich sein, dass hochreiche Hochkulturen, dass ich die in der Vergangenheit finde, was ist denn mit denen eigentlich passiert? Hochkulturen neigen am Ende ihres Lebens, ihres Zykluses zur Dekadenz. Immer so. Oder es gibt ja auch die 100, die erste Generation wird auf, die zweite verwaltet, die dritte macht's kaputt. Das erleben wir auch bei Staaten. Und was wir im Moment haben, ist ein System, was sich selbst erschöpft hat, wo die oben drin sitzen, gar nicht mehr verstehen, wie das eigentlich läuft und auch nicht erkennen, wenn das Blatt überreizt ist. Und dann praktisch dekadent, Babylon ist das, die was? Dekadent werden und sich selbst abschaffen, ohne dass, das ist wie Nero, der am Ende Rom anzündet. Das ist das, was du erlebst. Wie würdest du das sehen? Also ich habe da so meine Philosophie und ich will mal diese Frage stellen. Für mich ist das ein Krieg von ganz oben gegen den Rest der Welt. Das war immer so. Genau so. So siehst du es auch. Kriege werden von einflussreichen wenigen Männern gemacht, die sich kennen. Und ausführen tun sie sehr viele Männer, ob die Russen, ja, Chinesen, Männer, Amerikaner, die sich nicht kennen, genau. Die ideologisch benutzt werden. Weil, weißt du, es gibt dieses Buch hier von dem Franzosen 1972, ich habe das schon oft gesagt, Kindermord aus Staatsräson. Man hat früher Krieg gebraucht, um die zu viele männliche Population loszuwerden, weil die haben nach dem König gegriffen. Das können wir heute nicht mehr so machen, weil ein solcher Krieg, der relativ schnell nuklear wird, da gibt es keine Gewinner, der ist nicht zu gewinnen. Wer als erstes schießt, ist als zweiter tot. Wie werde ich diese vielen Menschen los? Wie mache ich das? Und da kommen Biowaffen super in Frage. Und diejenigen, die Impfstoffe herstellen, wissen ganz genau, dass ein Impfstoff ziemlich dicht an einer Biowaffe ist. Ziemlich dicht. Natürlich. Also, das ist nur so obszön und so bösartig, dass die Menschen sagen, das können die doch nicht machen. Und da kann ich nur eins sagen. Was die Menschen machen können, wie weit die Menschen mitgehen, sogar wissenschaftlich gestützt, das haben wir doch in Deutschland erlebt. Ja, das haben wir auch über Jahre, immer mehr Nachbarn gefehlt haben, industriell. Und das waren aber Leute, die waren jetzt nicht ganz dumm im Dritten Reich. Das waren schon Menschen, die konnten schon lesen und schreiben und so. Und das einfach, man spürt irgendwann, oh, jetzt wird's gefährlich. Und so weit geht die Wissenschaft mit, so weit geht die Presse mit. Und am Ende war es keiner gewesen. Das ist ein System,
was sich verselbstständigt. Also auf die Frage, das machen die bestimmt nicht. Da würden die Leute doch was gegen unternehmen. Hey, die Leute haben nichts unternommen, als die Nachbarn verschwunden sind, als Andersdenkende verschwunden sind. Und man hat gehört, was mit ihnen passiert, aber das konnte man nicht wissen. Es war Verschwörungstheorie, Munkel, Munkel, Munkel. Ja? Und eine Verschwörungstheorie hat die nächste gejagt, auch später danach. Ich sage immer, eine typische Verschwörungstheorie ist, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Suggeriert, da hätte jemand erst an. Eine typische Verschwörungstheorie ist, jemand hätte die Absicht, eine Mauer zu bauen. Hat der Chef nur gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer. Das sind Verschwörungstheorien. Wir werden niemals euch impfen. Ja, wir werden niemals einen Impfzwang geben. Oder, Wahnsinn, oder? Ja, eigentlich, oder auch, dass die Chefin von Pfizer im Europaparlament zugeben muss, dass das Produkt nie auf seine Wirksamkeit getestet wurde. Wenn ich das aber Journalisten sage, wenn ich sage, ich bin der Überzeugung, die Impfung ist total sicher, dann sage ich, hör zu, der Hersteller hat gerade gesagt, dass das nicht sagen kann. Jetzt bist du hin. Warum schützt du den Hersteller? Das ist das Stock. Syndrom. Guck mal, Bill Gates zum Beispiel, der an jeder Impfbude beteiligt ist, ne, hat die höchste jemals in der Europäischen Union ausgesprochene Strafe wegen Kartellbildung kassiert. 900 Millionen wegen Kartellbildung. Das heißt, der Mann ist korrupt. Und dann hat er sein Geld einfach in die Pharmalobby und macht dort Kartellbildung. Aber der genießt immer noch höheres medizinisches Ansehen, obwohl er ein Verurteilter ist, als jemand wie ich, der sagt, das ist doch dasselbe, was der macht. Der Mann ist belastet. Das kam sogar in der Tagesschau. Da heißt, ach, da kriege ich Fragen gestellt. Bist du neidisch auf sein Geld? Sowas musst du mir fragen lassen. Nee, kriege ich nicht. Wo ich dann denke, sag mal, was ist denn mit dir los? Und das ist wie, wenn ich die Leute, wir haben es heute mit Journalisten zu tun, mit der Gesellschaft zu tun. Das ist so ein bisschen wie, als man die damals durch die Lager geführt hat. Mhm. Haben sie auf den Boden geguckt und nachher gesagt, ich war da gar nicht. Weil das ist so schrecklich. Und ich wusste, dass es so schrecklich sei. Ich wusste, dass ich, das kann ich gar nicht. Das stimmt alles nicht. Ich muss das, was ich sehe, verleugnen, weil es so schrecklich ist. Und das ist das, was mich... Ich habe eins geschafft. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde bist du so aufgedreht, dass ich langsam Angst bekomme. Gut, ich lasse es mal runter auf die philosophische Ebene. Okay, genau. Okay. Versuchen wir das einfach mal. Also, ich weiß nicht, ob das, was wir hier gerade als Realität sehen, ob das wirklich Realität ist. Ich habe große Zweifel inzwischen. Da sehen wir das doch mal anders. Vielleicht sind wir ja hier, um das zu erleben, was so bescheuert ist, dass man einfach... Wir haben das gebucht. Ja. Wir haben es gebucht. Genau. Und das ist auch alles nur wie in einer super geile 3D-Grafik, weil das ist so irre, das kann eigentlich gar nicht echt sein. So, es ist wie ein Spiel, wo du denkst, hey, Abstand wahren. Und irgendwann werden wir beide ja tot sein. Und dann wird das Spiel aufgelöst. Auch bei dir ein Horrortrip. Es war irre. Was die gemacht haben. Aber es war täuschend echt. Und dann kommt der ein oder andere Programmierer und sagt, ey, wir haben euch aber Möglichkeiten gegeben. Damals die Sache mit WTC7, da hättest du es merken müssen. Oder hier mit dem Impfen. Hallo. Wo die alle aufgeflogen sind. Und dann diese Twitter-Mails, die aufgeflogen sind. 70 Milliarden Privatdeal, SMS mit der, das hättet ihr merken müssen. Aber vielleicht ist das Ganze ja, also sehen wir das mal aus einer ganz anderen philosophischen Sicht. Wir haben den Körper, um Erfahrungen zu sammeln. Um, ja, uns einfach evolutionär weiterzuentwickeln. Sagen wir mal ganz einfach, wir sind alle göttliche Energie und diese göttliche Energie ist eindimensional. Und jetzt erleben wir etwas, wo im menschlichen Körper, was ein Werkzeug ist, wo wir die Zweidimensionalität sozusagen erfahren können. Und jetzt kommen wir in so bescheuerte Situationen wie die, in der wir jetzt gerade sind. Wir spüren ja etwas. Und was bringt das? Das bringt uns nämlich, dass wir, wenn wir aufmerksam sind, daraus lernen. Also ich habe das Gefühl, ich bin in den letzten 3 Jahren extrem gereift. Hast du das Gefühl auch? Ja, ich bin gereift, aber ich bin auch gereizt. Ja, das bist du immer. So, und was ich sage, nein, guck mal, es ist so. Du hast keine dir bekannten Kinder. Wenn du morgen tot umfällst, wenn du Kinder hast, das wird dein Kameramann bestätigt, dann verändert sich dein Denken. Was passiert denn dann mit den... Wie geht das? Natürlich geht es auch ohne uns weiter, aber wir machen. Ja, aber uns dann dürftest du ja den Job nicht machen. Wir machen uns aber auch Sorgen. Berechtigte Sorgen. Wie soll das? Weil die werden. Ja, aber wenn du jetzt eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen müsstest, so lebe ich aber nicht. Du hättest ja beim RBB weiterarbeiten können, du hättest deine Kinder großziehen können und dann als Rentner hättest du da ein bisschen Kritik. Ja, aber dann hätte ich auch als Bürger opportunistisch handeln müssen. Das hätte ich auch als Bürger nicht getan. Aber als Journalist auf gar keinen Fall. Weil das ist genau der Punkt. Da können ja viele sagen, warum haben Sie denn damals nicht gesagt, da ich hatte ja Kinder, wissen Sie? Aber bist du dir bewusst, dass du schon auf Messerschneide rumgeritten bist? Ich meine, das ist ja nicht ungefährlich gewesen. Da müssen wir ja jetzt nicht irgendwie den... Ja, wenn du mir das so sagst, kann das schon sein. Aber für mich ist das eben so. Hast du Angst manchmal? Nee, also nicht vor dem. Nicht vor dem. Vor was hast du denn Angst? Wir alle haben mehr oder weniger Existenzangst, wenn ein System versucht, alles Mögliche zu tun, um dich kaputt zu machen. Mhm. Es wird dann trotzdem irgendwie weitergehen. Aber auch das haben wir ja beide schon durchgemacht. Ja, aber ich muss sagen, das ist bei mir so. Ich meine, wie schnell hast du deinen Sender aufgebaut,
Ich meine, der RBB-Rauschmiss, das war ja eigentlich eher ein Upgrade, oder? Das war ein Upgrade, aber wir erleben jetzt insgesamt bei den Alternativen, ich sehe auch große Pleitewellen, dass das wahrscheinlich alles kaputt gemacht wird. Und dann wird es das alles nicht mehr geben. Und da frage ich mich dann schon, hat sich das gelohnt? Ja, aber wenn man jetzt einfach mal so guckt, ich meine, du hast einen neuen Sender aufgebaut, nachdem man da einen anderen platt gemacht hast. Du hast komplett jetzt wieder neu angefangen. Der steht wieder gut da. Klar, natürlich nicht vielleicht so gut wie vorher, aber ist ja auch erst der Anfang. Ist ja auch erst ein Jahr alt, das Ding, oder anderthalb. Du hast dich ja schon wieder neu gemausert. Du hast dich einmal geschüttelt und schon warst du wieder da. Also ich meine, natürlich sagen wir uns das alle immer wieder, dass es irgendwie so ist. Aber der Punkt ist, es hinterlässt auch Spuren, wie mit einem umgegangen wurde, dass man das überhaupt machen musste. Dass ich das machen musste. Ich bin ja gezwungen worden. Ja. Dass ich das Land verlassen habe. Da ist viel kaputt gegangen. Auch viel von Menschen, wo ich dachte, die wechseln die Straßenseite. Aber nicht, weil das, was ich sage, ihnen Angst gemacht hat, sondern sie wollen nicht mit mir gesehen werden, weil das könnte ihrem sozialen Umfeld, obwohl sie meiner Meinung sind, sind dann feige geworden. Das will man ja alles nicht sehen. Und für mich ist das eben aber so. Aber es gibt natürlich auch viele, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, Ken, du bist der Aufklärer. Das gibt's auch. Ich sehe eben nur, ich kann so sagen, wir werden dieses Jahr und nächstes Jahr sehen, dass ein großes Artensterben bei den alternativen Medien stattfinden wird. Das wird so sein. Und dann wird es den einen oder anderen geben, der eben als One-Man-Personality-Show noch was macht. Das hat aber mit einem breiten Journalismus nichts zu tun. Ich habe mal so angefangen. Aber ich habe das nicht immer gemacht. Ich habe so, es gab Sendungen wie Position, es gibt auch bei uns bei Absolut, es gibt Empathie, es gibt weiter. History, es gibt Formate von anderen, wo ich sage Facetten. Ich übernehme von vielen, von Rubicon, Schreier und so weiter. Ich übernehme ja Beiträge. Ich pushe Paul Brandenburg. Ich finde diese Leute gut. Die muss es alle geben. Nicht nur, was ich denke oder was wir uns. Aber die sind in der Vielfalt wichtig. Das ist wie, wenn du sagst, wissen Sie, ich habe Medizin studiert und Fachärzte brauchen wir nicht mehr. Natürlich brauchen wir Fachärzte, wir brauchen einen Herzspezialisten, wir brauchen einen Augenspezialisten, wir brauchen einen Spezialisten für Kleinkinder, wir brauchen Frauenärzte. Nö, ich habe Medizinstudium, das reicht. Mhm. Und wenn ich alle anderen Bereiche, wo man Facharzt sein muss, weglassen würde, das ist etwa der Zustand, auf dem wir uns bewegen, wenn die großen alternativen Portale verschwinden. Warum denkst du, dass die kippen werden? Wir haben einen Rückgang von Spenden bei allen Portalen innerhalb der letzten Monate von 80%. Naja, wenn du das jetzt mal bei Filmich... Das muss man ja leider mal ansprechen, wenn man so einen Bock schießt, also so dumm ist, einfach so zu tun oder nicht so zu tun, sondern einfach öffentlich sich zu streiten um Goldbarren aber da denken ja die Leute, sag mal, seid ihr nicht mehr ganz dicht. Gut, wir arbeiten für unser Geld und die schieben da das Geld hin und her. Kai, der Punkt ist, das hat, was der Corona-Untersuchungsausschuss gemacht hat an Untersuchungen, ist wertvoll. Dass Leute zu spinnen irgendwelche. Aber sag mal ganz ehrlich, Ken, das war doch nicht viel anders als das, was du gemacht hast. Schon Jahre vorher. Du warst doch der politische Untersuchungsausschuss. Ich meine, so unterschiedlich war das ja jetzt auch. Nein, aber ich will zum Corona-Untersuchungsausschuss Folgendes sagen. Da saßen ja zwei Juristen und die haben sich haben sehr viele Leute eingeladen, nur zu einem spezifischen Thema. Ich habe damals übrigens gesagt, wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Den haben die dann gemacht. Und das ist auch super, weil die haben eine tolle Arbeit gemacht. Das ist Archivarbeit, die man später benutzen kann. So. Das ist eben Fach. Das ist wie, wenn ich sage, ich interessiere mich für Autos, ich tune nur italienische Sportwagen. Mhm. Aber es gibt auch noch einen Golf und einen Lastwagen, der was bringt. Das ist super spezifisch, das finde ich auch gut. Ja, ich würde nicht sagen, wenn die jetzt da irgendwas gemacht haben, was dir gar nicht gefällt, da gibt es Gründe, ach, dann schaffe ich jetzt all der Autos ab. Dies alles über einen Kamm scheren ist blöd. Und ich will noch mal eine Lanze brechen für Journalismus. Es gibt sehr, guter Journalismus besteht auch daran, dass es eine breite Palette gibt von Sendungen, von Sendern, von Gazetten, wo ich sagen kann, das ist die Facette der Personen, die in der Gesellschaft eine relevante Rolle spielen. Da gibt es ja unglaublich viel Fachbereich. Ob du jetzt ein Fischmagazin nimmst oder ob du ein Politmagazin nimmst oder irgendwie eine Reportage bei Arte guckst, da gibt es ja, oder jemand ist nur Motorsport-Spezialist, andere machen Dinge über Fernreisen in Asien oder Religion. Das ist alles Journalismus. Und das soll es alles geben, weil das bildet diese Gesellschaft ab, wenn ich sage, nee, ich möchte eigentlich nur noch, wo ich am billigsten Rindfleisch kaufen kann. So eine Sendung. Versteht? Das würde mir vollkommen reichen. Das ist super. Das hat aber mit breitem Journalismus einfach nichts. Aber das interessiert mich. Das reicht mir. Ich habe Hunger, ich esse gerne Fleisch, wo ist er? Billiger Aldi, bla, oder kriege ich bei Amazon? Das hat damit nichts zu tun. Wenn ich jetzt alles wegdenke und es gäbe nur noch ein Magazin zu diesem Thema, dann glaube ich, hätte das Folgen für die Gesellschaft und die sind schlecht. Natürlich. Oder wenn du eine Reise machst durch Asien, das schön massenschneidest, das sieht dann eben auch so aus. Da kann man auch glänzen und so weiter. Da muss man auch sagen, es muss halt fertig werden. Dann sage ich, ich schaffe es ja in kürzester Zeit, 3 Stunden Sendematerial zu machen. Ich mache einfach an und spreche. Das gucken Leute. Das ist aber kein Journalismus, das ist was anderes. Ja. Okay? Und wenn ich nur das machen würde. Aber vielleicht ist ja alles gesagt. Vielleicht liegt es ja daran. Das ist ein berechtigter Einwand von Dirk Sadlowski auch immer. Es ist alles gesagt. Aber was ist denn jetzt getan? Wir werden sehen. Ja, okay, aber vielleicht sollten wir jetzt mal über das Tun reden. Lass uns mal ganz kurz über das Tun reden. Ja, was für eine Lösung haben wir?
Ich habe immer versucht, mit dem, was ich tue, auch später sehr emotional, die Leute ins Tun zu bringen. Mhm. Weil natürlich ist das klar, wenn man in Details und in der Tiefe aufklärt über die Ohnmacht, dann macht man die Leute eben nicht unbedingt mächtiger, sondern ohnmächtiger. Und deswegen, so wie bei Peter Lustig, abschalten. Einfach abschalten. Verstehst du? Und sagen, hey, machen. Und weißt du noch, wir haben ja einmal diese kleine Sendung da gedreht, wo wir da schön die Sachen auf dem Boden aufgeklebt haben. Genau. Und, wo alle den Fernseher aus dem Fenster schmeißen sollten. Genau. Und ich glaube, wenn die Menschen ins Tun kommen, sich zusammentun und dezentral sagen, ich kenne mich in dem Bereich aus und dafür interessiere ich mich, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt meinen Mini-Burgel, ich mache jetzt meinen Mini-Katalonien, ich mache das jetzt. Wenn das wirklich passieren würde, was ich begrüßen würde und das dann zu einem großen Flickenteppich wird, dann fände ich das super. Nur ich glaube es erst, wenn ich sehe und ich spüre es noch nicht mal. Aber das passiert doch ein bisschen. Aber zu wenig. Das ist wie, du hast einen Tanker, da ist ein Riesenleck, aber drei Leute haben Eimer. Aber die machen auch was. Aber das ist, verstehst du, da drüben ist so ein, ja. Da kommt Wasser rein, jede Minute 50 Liter, ja, oder 500 Liter. Und das sind drei Leute, die total engagiertes machen. Die machen was, ja, ist richtig. Aber wird es den Kahn vom Abuntergehen? Nee, da müssten mehr Leute in die Puschen kommen. Und das sehe ich nicht. Aber glaubst du nicht, dass der Mittelstand langsam bei dem Wahnsinn wach wird? Also wir sehen ja immer mehr, dass das Fernsehen kann das nicht mehr unter den Teppich kehren. Politiker können nicht mehr ganz so ihre Lügen durchbringen. Es gibt immer mehr Kritik, es gibt immer mehr Leute. Glaubst du nicht, dass jetzt auch andere Kräfte ans Ruder kommen, die auch dich unterstützen, Das könnte sein, aber ich glaube, wir befinden uns in einem geopolitischen Endspiel. Das ist ja alles schon auf der Agenda. Ich glaube, hier läuft ja das große Endgame, Kalter Krieg, der Westen, federführend USA gegen China, Russland ist ja nur, ja klar, ist ja so ein Hebel. Und da geht's einfach darum dazu, es soll schon Eliten geben, aber die Chinesen dürfen auch gerne mitspielen, aber in der Pyramide sind sie irgendwie da. Und wir sind in diesem Spiel eingepreist. Glaubst du eher, dass das ein Krieg ist zwischen Russland, China, Europa? Oder glaubst du eher, dass das ein Krieg ist der obersten 10.000 gegen den Rest der Welt? Beides. Aber auch unter den Eliten gibt es ja Hierarchien. Natürlich, klar. Also, und ganz oben so, die Amerikaner sehen sich als Elite und dann gibt es danach eine Hierarchie und das ist so wie so ein Schachbrett, verstehst du? Und wir gucken darauf, wir sind maximal Figuren, wer sind die Spieler? Und die bestimmen dann erstens, wer Spieler sein darf und wer wie gewinnen darf, wer wie verliert und wer Figur ist und so was zu machen. Und das ist eben so, das läuft hier. Und solange wir es mit Politikern zu tun haben, die noch in diesem Schema gängen, nur einer darf gewinnen, nur einer kann gewinnen und da muss man eben Tabula Rasa machen, wird sich nichts ändern. Und wir sind ja so erzogen worden. Wir sind autoritär erzogen worden. Du bist jetzt nicht das beste Beispiel. Aber wer von uns... bei den Otto-Normalbürgern sagt dann, ich probiere mal was Eigenes aus, sondern wo gibt es irgendeinen Club? Das siehst du, wer Präsident, dann wähle ich dich. Wenn da jemand käme, dem ich sie anschließen könnte, aber ich Eigeninitiative ist doch in der Schule bestraft worden, Eigeninitiative. Das ist doch gebrochen worden. Also, und eine solche Bevölkerung schaut, wie sie diert auf den eigenen Untergang. Und das ist irgendwie so, wenn ich jetzt in einem Bus sitzen würde, würde ich die Alpen fahren. So benehmen wir uns übrigens, durch die Alpen fahren. Und ich sehe, das sind solche Serpentinen wie Stülpser Joch oder so, ja? Oder was ich, Großglockner. Die sind ja ziemlich gefährlich, diese Straßen. Darfst du nur 60 fahren. Die fahren halt, der Bus fährt immer schneller. Und der Busfahrer ist offensichtlich total betrunken. Dann fangen wir Bürger uns an, ey, das kann ja nicht gut gehen. Also die nächste Kurve kriegen wir bestimmt nicht. Dann greif doch ins fucking Lenkrad, Junge. Aber da bin ich wieder kein Busfahrer. Einer muss es machen. Hinten, ey, boah, war das genau. So, ein bisschen runterfallen. Das ist das, was wir machen. Wir gucken einem Busfahrer zu, der vollkommen besoffen ist. Jeder sieht es und denkt, einer müsste da mal einschreiten. Wer sitzt denn in dem Bus? Na, wir sitzen im Bus. Und der Busfahrer wird auch tot sein. Aber er ist ja besoffen. Der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Und damit haben wir es zu tun. Ist das besoffene Narzissmus? Ein total entarteter Narzissmus? Auch gelernt zu haben, halt dich raus, dann kommst du nichts rein. So sind wir erzogen worden. Wenn du irgendwie in der Schule eine eigene Meinung hattest, dann hat man dir über dieses Bulimie-Lernen beigebracht, halt die Fresse und wenn ich dich nachher frage, spuckst du die Antwort auf, dann kriegst du eine gute Note. Du lernst also, hier wird Gehorsam belohnt und nicht das wird belohnt und nicht, was du denkst. Damit wirst du für dieses System vorbereitet, vorkonfiguriert. Und das sind die Bürger heute. Das ist das Milberg-Experiment. Du kannst von solchen Bürgern, die immer abgewatscht wurden, nicht erwarten, dass sie auf einmal sagen, das gilt jetzt alles nicht mehr. Die Leute, die am stärksten das gemacht haben, haben Karriere gemacht und sitzen ganz oben. Die machen das, was sie immer gemacht haben, nämlich mit. Die können gar nicht anders handeln. Das sind dressierte Hunde. Du kannst zu einem dressierten Hund auch nicht sagen, so, jetzt ist Beispiel, oder zu einem Tier im Zoo, hast jetzt 30 Jahre lang hinter Gitter gebracht, ab heute ist Freizeit, Käfig auf und tschüss, geht nicht. Der Fuchs geht nicht.
Er kann es gar nicht sagen. Ja, siehste, hier stehen doch alle Tore offen. Ein Fuchs hat Angst vor dem Zoo. Der hält von ihnen die Käfigtür zu. Das ist das, was wir machen. Wir sind Käfigtiere. Und wenn du das mal soziologisch verstanden hast, sehe ich nicht, dass wir eine Chance haben. Ich habe gestern mit Raimund Unger gesprochen und wollte ihn dann auch nochmal herauskitzeln. Den Physiker? Raimund Unger, den Künstler. Okay. Und die Ursache der Konditionierung muss ja in der Kindheit stattfinden. Aus meiner Sicht ist. Die muss nicht stattfinden, aber sie findet statt. Genau. Oder sie findet statt. Ja. Das heißt, wir sind alles Genies als Kinder. Und ich habe ja so ein Zeitfenster, wo ich das halt auch wirklich noch als klaren Blick habe. Und dann findet die Konditionierung statt. Und die Konditionierung ist ja etwas so Einfaches, dass wir es eigentlich gar nicht merken und vielleicht sogar von Generation zu Generation weitergeben. Die Konditionierung ist das Stopfgans-Syndrom. Wir sind autodidaktische lernende Wesen. Wir lernen durch Erfahrung, durch Plus-Minus-Erfahrung. Und plötzlich wird in uns Wissen reingestopft. Das heißt, immer nur eine Gehirnhälfte wird getriggert. 12 Jahre lang. Und danach ist die intuitive Gehirnhälfte komplett verkümmert. Das heißt, das autodidaktische Lernen, das autodidaktische Wissen, das auf das globale Bewusstsein zugreifen. Wir werden also zu Zahnrädern gehämmert, ja, kann man fast sagen. Die individuelle Neugier. Könntest du das nach? 100%. Okay. Die individuelle Neugier, mit der Menschen auf die Welt kommen, um sich in jede Richtung entwickeln zu können, so sind wir angelegt, die wird für ein Industriesystem, das brauchst du alles nicht mehr. Du sollst nicht fragen, warum, sondern du sollst genau das so machen, möglichst effizient. Und ich kann nur sagen, das ist funktioniert, wie es funktioniert. Da sind wir bei einem sehr wichtigen Thema. Ich habe mich lange gefragt, was kann man überhaupt ändern? Und bin da relativ ratlos. Die Sozialforschung, finanziert durch die Geheimdienste, und die sie beauftragen natürlich, ist 100 Jahre alt. Also das Institut für Sozialforschung in Frankfurt, Adorno, 100 Jahre alt. Mhm. Mausfeld hat das alles gesagt. Die wissen sehr, sehr viel über uns, wie wir in Gruppen funktionieren. Gustave Le Bon, 1892 geschrieben, Psychologie der Massen, Propaganda von Edward Bernays, die öffentliche Meinung, all diese Dinge. Oder im Auftrag der Firma so ein Werk 2000, also MK Ultra, mit welchen Drogen, mit welchen Programmen, mit welchem Milgram-Experiment, Ash-Experiment, das mit den Flöhen, all das oder auch das Prison-Experiment, wie Menschen in der Gruppe reagieren. Was muss ich machen, damit die in meinem Sinne berechenbar sind? Da haben die Eliten 100 Jahre Vorsprung mit ganz, ganz viel Geld. Das heißt, kommt noch eine ganz wichtige die spielen Sache auf dazu. Der sozialen Klaviatur, die uns unsichtbar ist, die aber existiert. Du hast noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Seit 20 Jahren werden alle unsere Daten geklaut und durch Algorithmen sozusagen ausgewertet. Ja. Ich glaube, diese Corona-Krise wäre vor 20 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen, weil gar nicht gewusst, da die Gesellschaft gar nicht gewusst hätte, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich in der Corona-Krise durch verschiedene Länder gefahren bin, zum Beispiel in Frankreich, hat man die Krise ganz anders inszeniert als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland hat man so diesen Gutmenschen, der... Sei solidarisch, impf für dich, mach das hier, pass auf die Nachbarn auf. In Frankreich war das viel eher so, wenn du ins Restaurant willst und soziales Leben haben willst, dann musst du geimpft sein. Und hat drakonische Strafen an die Hotel- und Restaurantbesitzer halt gemacht. Also so, dass praktisch dieses soziale Leben, was für die Franzosen total wichtig ist, komplett zerstört worden wäre. Aber weißt du, In Schweden war es noch anders. In Schweden war es so, dass ja ein unheimliches Vertrauen zur Politik, deswegen brauchten die da auch keinen Lockdown zu machen. Gut, die haben gesagt, hey, vertraut uns einfach, und die haben wirklich vertraut. Also die Obrigkeitshörigkeit ist da eine ganz andere als genau, aber hier. Das alles hat Gustave Le Bon 1892 schon in Psychologie der Massen beschrieben, weil der schreibt ganz, dass Völker eine Identität haben, die sich unterscheidet, die man anders bespielen muss. Also wie sind, jetzt mal ganz grob gesprochen, Italiener gegenüber Schweden? Wie sind Deutsche gegenüber Holländern? Briten sind anders als Ungarn. Und auf welcher Klaviatur muss man da ein bisschen angepasst spielen, um deren soziale Agenda zu bedienen? Das hat er alles geschrieben. Und da sind wir sehr gut erforscht. Und auf dieser Klaviatur wird geschrieben. Und dann noch, dass wir natürlich sowas von durch... wir haben heute die Goebbels-Schnauze, aber als Mobiltelefon in der Tasche. Wir geben dann bei Google oder YouTube was ein. Da wissen die alles über uns, läuft alles über dieselben Server, alles... Am Ende gibt es noch Pegasus auf dem Programm. Ich will da gar nicht zu weit ins Detail gehen. Aber das ist Überwachungskapitalismus, wie ihn Zutop beschrieben hat. Wir sind 100% gläsern. Und das heißt, wir sind für die sowas von berechenbar, wie wenn jetzt hier ein Hund entlang käme und ich hätte eine Wurst. Der würde halten, wenn ich damit wedel. Dann würde ich sagen, kennt ihr euch? Nee, aber du kennst dich mit Hunden aus? Nein, ich muss mich mit Hunden nicht auskennen. Ich kann sagen, ob es jetzt ein Dackel ist, ein Boxer ist, ein Pudel ist, wenn ich da was zum Leckerli habe, dann macht ihr das. Dann wedelt er mit dem Schwanz. Echt, du bist ein Experte. Nee, das weiß ich, aber der Hund weiß nicht, dass ich es weiß. Ich kann den Hund benutzen, aber der Hund mich nicht. Okay, aber Ken, was machen wir jetzt? In die Natur gehen. Ja, ich bin schon in der Natur. Ja. Also heute nicht, ja. Aber meistens. Hast du das Gefühl, das bringt dir was?
du warst ja sehr viel in Österreich, wir haben dich in Österreich besucht, du hast ja auch sehr mit dir gekämpft eine Zeit lang. Ne? Also du hast ja auch dein Leben komplett verändert. Für mich ist das so eine Frage, wenn ich jetzt mich komplett rausnehmen würde, was ich vielleicht kann ich gar nicht, vielleicht gar nicht. Das ist so ein bisschen wie, ich gebe auf oder ich drücke mich vor der Verantwortung. Vielleicht gehört auch das, dieses, wie geht's denn jetzt weiter, kurz vor Stunde Null. Vielleicht muss es so sein. Ich finde, es ist eine beklemmende Situation, weil ich denke immer, es liegen so viele Daten auf dem Tisch, so viele Empörungen. Das müsste eigentlich wie beim DDR-Mauerfall sein. Die Leute sagen ran und sagen, bam, und dann diese Stimmung hätte ich gerne wieder. Was geht denn hier vor? Ich würde so gerne in Deutschland Demokratie einführen. Ja, das wäre ich. Dass Leute sagen, was ist denn hier eigentlich los? Das kann man ja gar nicht schlechter machen. Wollen wir nicht mal ehrlich und wahrhaftig sein? Ist das unser Leben? Das ist doch kein Leben. Was soll denn das? Um was geht es denn eigentlich im Leben? Da haben ja die Kirchen total versagt. Impfen ist Liebe, wenn ich so einen Scheiß schon höre. Und ich meine, man muss sich ja nur ihre eigenen Führer mal schnappen und einfach fragen, hätte Jesus Christus die Bergpredigt unter G2-Regeln gehalten? Ja oder nein, wenn die Römer das gewollt hätten? Die Antwort ist natürlich nicht. Warum lässt du dann nur Geimpfte in die Kirche? Erklär das doch mal. So, mit solchen Beispielen kommen die Leute ins Nachdenken. Und deswegen musst du die abräumen, die solche Beispiele bringen. Verstehst du, das ist immer dasselbe. Und das hat Goebbels schon gesagt, die Wahrheit ist die Lüge, die Wahrheit ist der Feind des Staates. Diejenigen, die so etwas machen, sofort bekämpfen. Und ich sehe eben auch, dass wir letztendlich ganz, ganz wenige Chancen haben, wenn der Zeitgeist nicht so viel Druck auf die Pfanne bringt, dass sie aufwachen, dass sie sich alle die Stecke rausziehen. Und dafür ist das aber in einer Perfektion betrieben. Ich sehe da wenig Chancen. Aber man muss ja schon eine Sache sagen, es gibt viel, viel mehr engagierte Menschen und vor allen Dingen sind die sichtbar geworden. Und man muss auch noch sagen, sie sind unumstößlich überzeugt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber der Punkt ist am Ende des Tages, sonst würde es uns gar nicht geben. Es gab während des Zweiten Weltkriegs ganz, ganz viele Menschen, die waren total dagegen. Sie konnten nichts ändern. Verstehst du? Es waren zu wenige. Die waren aber total dagegen. Aber die waren im Lager oder auch privat und haben das gesagt, was man. Sie waren in keiner Partei, aber sie. Verstehst du? Was hat sich? Da musste jemand von außen kommen. Sie haben nichts geändert. Und ich finde, wir sind insofern in einem Endgame, dass einige wenige den Krieg gegen die überflüssig gewordene Menschheit erklärt haben. Und das ist eine ganz kleine Clique, was du auch daran erkennen kannst, wer sich alles dem angeschlossen hat. Also welche Länder das auch durchgezogen haben. Und du denkst, aber eins ist ganz klar, das ist inszeniert, das ist zentral gesteuert und gibt es eine Agenda. Und die Agenda ist für jeden, der ein bisschen Grips hat. Die meisten Menschen werden in der Industrierevolution 4.0 nicht mehr gebraucht. Wenn sie sich weiter so vermehren mit dem Konsum, der ihnen aufgedrängt wurde in dieser Wegwerfgesellschaft, geht der Planet kaputt. Das müssen wir beenden. Wenn wir jetzt aber predigen würden, ab jetzt wird gespart, werden die ganz unten sagen, wieso? Wir waren da noch gar nicht dran mit der dritten Wachmaschine. Was habt ihr denn da oben? Ja, weil wir haben es übertrieben, da wird es Revolte geben. Das würde vor allem der Pyramidenspitze ans Leben gehen. Also machen wir es auf die Art und Weise. Also, das bereiten wir schön vor. Wir werden den Staat noch brauchen, weil wir brauchen die Institutionen noch, um mit diesen Institutionen die Bürgerrechte abzubauen. Das machen sie ja. Der Staat wird noch gebraucht. Die WHO hat jetzt auch die Würde des Menschen in ihrer neuen Agenda abgeschafft. Gibt's nicht mehr. Hat Durchgriffsrechte, sie diktiert, was Gesundheit ist und hat Durchgriffsrechte bis in den Staat, bis zur Beschlagnahmung. Das darf alles die WHO machen. Die ist zwar nicht gewählt, sondern das machen einige wenige Beamte und das sind alles Sachzwänge. Aber es sind keine Sachzwänge. Es gibt keine Bankenkrisen, Finanzkrisen, Pharmakrisen oder so. Dahinter stecken ja Personen. Das sind gesichtslose Bürokratien. Es ist nicht die NATO. Da gibt es Menschen in der NATO, die sagen, so wird's gemacht. Da gibt es Leute in den Banken, die sagen, so wird's gemacht. Aber es ist eine Bankenkrise. Es ist eine Krise von Bankern gemacht. Eine Krise von Pharma-Lobbyisten gemacht. Nicht, da ist Farbe, ist irgendwie so wie Wetter. Da kann ich gar nichts machen. Das ist irgendwie so eine Wolke. Und das wird immer suggeriert, dass wir gar nichts machen können. Wenn es einen Privatdeal gibt per SMS mit der Pharmaindustrie und Frau von der Leyen, da treffen sich zwei Menschen. Und wenn das nicht transparent ist, dass die New York Times klagen muss, stelle ich mir die Frage, wenn das doch alles so transparent ist, was haben sie denn da zu verbergen? Und ich fordere und würde mich darüber freuen, dass die Leute irgendwann mal so wütend würden, wie damals, als sie die Stasi-Zentrale auseinandergenommen haben, sagen, es reicht mir der Scheiß. Und das passiert aber nicht. Sondern, na, jetzt darf man da wieder auf die Straße gehen, jetzt darf man da wieder das machen und die nächste Krise ist ja schon angekündigt. So, und jetzt sind alle total überrascht. Aber wenn morgen das gesamte System zusammenbrechen würde, es wird eh kommen, siehst du ja schon wieder, Silicon Valley Banken, dann sagen alle, das konnte ich gar nicht wissen. Das wusste ich gar nicht. Ach, da hast du nicht bemerkt, dass du von unfähigsten Politikern regiert wirst. Du hast nicht ständig die Wirtschaftspolitiker dabei gehört, wie sie lügen. Das hast du nicht bemerkt. Du hast nicht mehr Lehre, allen wird's besser gehen. Das hast du nicht bemerkt. Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Erklär das doch mal. Das kann doch niemand von sich behaupten, dass er völlig ahnungslos in einem ganz anderen Deutschland gelebt hat. Ich sag nur die Politik von Söder in Bayern. Wahnsinn.
Aber jetzt, was ist denn hier los? Ken, trotzdem nochmal wieder ein bisschen zurück in das Philosophische. Ja. Es ist der Wahnsinn. Aber okay, ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage. Trotzdem bist du ja nochmal Vater geworden. Auch bist ja jetzt keine 25 mehr. Sondern 35. Ja, bisschen mehr. Nein, aber du bist Vater geworden in einer Zeit, die dramatisch ist aus deiner Sicht. Warum? Oder weißt du nicht, wie Verhütung geht? Doch, aber okay. Der Punkt ist einfach, weißt du, Menschen haben auch Kinder bekommen im Krieg. Ja. So. Ich halte ja Kinder für ein Geschenk. So. Und, ich auch, denke ich. Eben. Und es hat mir auch was gebracht. Ja. Ich habe zwar jetzt Kinder in einem ziemlichen Range, also in einer Brandweite von knapp 30 Jahren, die sich aber total liebevoll auch um die Maus kümmern, wie ich sie ja nenne. Den Schnäusel, so nennen wir den ja. Und das hat auch etwas Versöhnendes und so etwas alles. Hast du Zuversicht? Da habe ich schon Zuversicht. Ich weiß ja immer, weißt du, wo das, es gibt keine, das kenne ich nicht das komplett, aber da, wo das Schlimme irgendwie immer schlimmer wird, kommt das Rettende, wächst auch. Goethe ist das, einer von denen hat das gesagt. Das stimmt auch. Nur manchmal denke ich mir immer. Aber das ist doch schizophren. Ja, wie viel Pein und wie viel Gemeinheit, wie viel Freiheit und wie viel Lüge die Menschen ertragen, bis sie sagen, sag mal, haltet ihr uns eigentlich für blöd? Und dass sie dann, da mache ich das doch lieber selber. Die Zukunft wurde in der Vergangenheit schon erfolgreich ausprobiert. Ich kann nur immer wieder sagen, das Wunder von Wörgl oder auch Katalonia 36, lasst uns das doch endlich wiederholen, Mann. Einfach sagen, ey, tschüss, leben Sie, Politiker, wir kümmern uns um die Details, lasst uns doch endlich mal machen. Dezentral in Europa. Und nicht, ja, wir müssen das machen in ganz Europa, weil in Amerika gibt es ein paar Leute, die sagen, es ist jetzt eben so. Ist eben so. Der Joe Biden hat gesagt, glauben Sie mir, wenn die Panzer rollen, werden wir das beenden. Wenn du ihn darauf ansprichst, dann du sprichst ihn am besten nicht drauf an. Aber Ken, da musst du doch ein Optimist sein. Ich bin auch Optimist. Ich bin auch. Es ist je nachdem Tagesform abhängig. So. Ich frage mich manchmal, was muss noch passieren, dass du sagst, Alter, was geht denn hier? Aber das habe ich verstanden. Aber lass uns mal auf dich zu sprechen zu kommen, zurückkommen. Ich habe dich in Österreich besucht. Da warst du wirklich jemand, der sehr sich reflektiert hat, der sich zurückgezogen hat und wirklich, ich glaube, so mal 10 Jahre harte Arbeit, harte Anfeindungen, auch so in dem Höhepunkt der Anfeindungen zu reflektieren. Und daraus ist dann auch so ein Befreiungsschlag geworden, ein anderer Ken, auch jemand, der nochmal einen Neustart versucht hat oder nicht einen Neustart gestartet hat, nicht versucht hat, sondern gestartet hat als Vater. Da muss doch was passiert sein. Da muss doch irgendwie, also irgendwo muss doch die Hoffnung viel, viel größer sein als diese Wut, die du auch im Bauch hast. Wie gesagt, es ist auch tagesformabhängig. Weißt du, ich neige eben nicht zu denen sagen, ach, weißt du was, die Titanic geht unter, ich weiß das, ich habe einfach meinen Rettungsboot abgelassen und ist mir doch egal. Das fällt mir sehr schwer. Könnte ich ja machen, sagen, ich habe so lange gepredigt, so lange gemacht, dann sauft halt ab. Aber das, das kann ich einfach nicht. Aber Ken, diese Energie ist ja eine Energie, die du hast die, wo ich auch sagen würde, die habe ich, das ist so dieses Steh-auf-Männchen-Mentalität. Voll auf die Fresse kriegen, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Das ist ja etwas, was wir auch der Gesellschaft weitergeben können. Das ist ja auch eine Bauanleitung, finde ich, um Menschen zu motivieren und Menschen Hoffnung zu geben. Was ist dieser Auslöser bei dir? Was ist dieser Auslöser dieses Kämpfers, der einfach angstfrei einfach wieder macht und das macht, was ihm sein Herz sagt und auch wenn alles andere dagegen spricht, einfach wieder neu startet. Also ich bin ziemlich weit davon entfernt, angstfrei zu sein. Das kommt und geht. So, weil man muss sich ja... ich kenne dich. Also ich meine, also man muss ja wirklich sagen, du bist ja, würde ich mal sagen, jetzt ist das wahrscheinlich ein bisschen vorbei, aber ich würde mal sagen, im ersten Jahr der Corona-Krise warst du einer der gefährdetsten Menschen in Deutschland. Das muss man ganz klar so sagen. Also ich habe mich wirklich gewundert, dass du nicht auf die Schnauze bekommen hast. Ein Böller ist an deinem Ohr vorbeigeflogen, der hätte dir auf jeden Fall einen ordentlichen Schaden zufügen können. Da hast du Glück gehabt, das muss man so ganz klar sagen. Also du hattest einen Schutzengel. Aber dieser Schutzengel aus meiner Sicht war vor allen Dingen, glaube ich, aus meiner Beobachtung, ich bin ja auch ein Beobachter, wir waren ja auch in der Zeit immer wieder zusammen und haben auch Zeit verbracht und ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, diese Angstfreiheit, also dieses Urvertrauen, alles wird gut, was immer wieder da war, was auch natürlich zerbrochen ist. Also in Österreich habe ich schon auch gemerkt, dass das ein wahnsinnig harter Prozess war, sich zu reflektieren und so weiter. Aber dieses Urvertrauen, diese Saat, dieses unzerstörbare Urvertrauen, das war immer da. Und ich glaube, das hatte ich auch aus meiner Sicht durch diese Krise und auch durch
die Gefährdung gebracht, oder? Ja, ich glaube, am Ende ist es so, weißt du, es wird der Tag kommen, da akzeptierst du, okay, ich glaube, jetzt werde ich sterben. Du hast eine Krankheit und es geht zu Ende und dann lässt du wahrscheinlich los. Mhm. Aber solange es noch irgendwas gibt, wo du dich dran festhältst, was materiell ist, oder wenn es darum ist, dich um deine Kinder zu kümmern, das hat auch eine Sogwirkung natürlich. Eine bleibt mal hier, das hat auch eine Schwerkraft so. Ja, aber du bist ja einen Schritt weiter gegangen. Du hast ja noch mal ein Kind gekriegt, das ist ja noch mal ein anderer Akt, oder? Klar, aber gerade das, was, verstehst du, wenn das 20 ist, dann bin ich kurz vor, was ist das für eine Welt, in der das lebt? Muss es dann an der Uni, mit der Uniform irgendwo kämpfen? Mhm. Und ich kann gar nichts mehr machen, weil ich schon weggedämmert bin und sage, ist jetzt eben so, was ist das für eine Welt? Ja? Und ich glaube, dass die Zeichen im Moment nicht darauf stehen, dass die Menschen in irgendeiner Weise klüger geworden sind, sondern sie gehen in die Vorbereitung eines großen globalen Krieges. Das sehe ich schon. Mhm. Und da mache ich mir ernsthaften Sorgen, weil ich sehe nicht, dass eine breite Friedensbewegung auf der Straße sagt, was macht ihr denn? Wer so aufrüstet, wer eine solche Politik fährt, wer so jeden platt macht, sagt, wir müssen reden mit der anderen Seite, wer so, der will den Krieg. Und einen Krieg in der heutigen Zeit mit dem Material und den Leuten, der wird mindestens Zweiter Weltkrieg. Mindestens. Was heißt das? Und das möchte ich keinem zumuten, auch nicht meinen Kindern. Und das regt mich manchmal auf, wenn ich es an mich ranlasse. Ich neige auch zu denen, die sagen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber das ist irgendwie so, wie lange kannst du sagen, ach, wir haben Glück, ist immer wieder gut gegangen. Wie lange kannst du das machen? Und wir haben in den letzten Jahren sehr aggressive Akte erlebt, und zwar Nord Stream ist ein kriegerischer Akt. Mhm. Nur der entscheidende Punkt, der bei Nord Stream ist, da hat sich die NATO selbst angegriffen. Die Nord hat sich selbst angegriffen. Das heißt, Amerikaner und Norweger haben die Partner bei Nord Stream angegriffen. Das sind die Russen, das sind die Deutschen, das sind die Franzosen und das sind die Holländer, wenn ich richtig informiert bin. So, darüber wird nicht geredet. Was ist denn hier los? Und das führt schon zu etwas. Wo sind wir angekommen? Wir disziplinieren uns in der eigenen Gruppe sogar mit Gewalt. Wir sind beim Faustrecht angekommen. Wir sind wieder beim Faustrecht. So. Und wer fällt dieser Armada von Leuten mit einer riesigen Faust, wer fällt denn in den Arm? Wenn morgen nach der Impfpflicht die Wehrpflicht wiederkommt und Leute werden nicht gebeten, wer spielt im Park, sondern kennen Sie noch irgendjemanden, der noch keine Uniform trägt, was mache ich denn da? Ist ja in der Ukraine zum Beispiel. Ja, was mache ich denn da? Genau. Soll ich da locker bleiben? Und dann bekomme ich, ja, auch ihre Töchter und ihre Söhne sind jetzt davon, zwei sind gefallen. Naja, was soll ich da machen? So, kriege ich da Beistand von meinen Nachbarn, da bin ich ein Vaterlandsverräter, wenn ich mich nicht schon noch mitgemeldet habe. Das ist der Zeitgeist, mit dem ich mich heute konfrontiert sehe. Davon bin ich nicht weit weg. Aber meinst du nicht, dass du oder dass wir das schon früh genug riechen und einfach sagen, hey, Jungs, da machen wir nicht mit? Klar riechen wir das, aber du weißt genau, wie Propaganda funktioniert. Du musst nur den, der da nicht mitmacht, als Vaterlandsverräter hinstellen, sagen, das ist ein Putin-Versteher, das ist die fünfte Kolonne. Und dann werden Leute als Ventil auf denjenigen zeigen, wenn es auch noch eine Prämie gibt. Da kriegt ein Jahr wird dann Gas bezahlt. Wenn du mir einen von denen nennst, der sagt, das ist nicht zu gewinnen. Das ist dann Wehrkraft zu setzen. Wenn du damals gesagt hast, der Krieg war nicht zu gewinnen und das hat jemand gehört, konnte er sich Punkte mal holen, indem er auf dich gezeigt hat. Das wird, wir haben während Corona... Aber ist dann nicht sicherer, einfach auch wirklich in ein anderes Land? Also ich meine, Schweden ist ja nun mittendrin. Ja, ne? Ja, mittendrin. Ich glaube einfach, das ist ein weltweites Klima der Angst und des Misstrauens, was produziert wird über die Massenmedien, jeder gegen jeden und so. Und das hat dann eine Eigendynamik und wir hoffen, der Spuk vorbei ist. Und ja, was wird das für ein Spuk? Und ich bin über diese Tendenz, was Menschen mit sich machen lassen und wie wenig sie Frieden schätzen, ich bin darüber enorm enttäuscht. Sie wissen ja gar nicht, worüber sie reden. Ich bin nur entsetzt, wie viele Leute die Schnauze halten, wieder besseren Wissens, wie viel unserer Kollegen nicht jetzt sagen, ich glaube, wir sind benutzt worden, jetzt gerade bei den ganzen Impfschäden, müsste man da war was dran. Nein. So. Und das ist irgendwie so, das kommt mir vor wie nach 45, da musste man sehr lange warten, bis es Prozesse gegeben hat. Und dass wir das wiederholen mit denselben Mentalitäten, da muss ich mal fragen, bin ich im falschen Film? Mhm. Das ist nicht so, dass ich, da bin ich nicht großzügig, wo ich denke, boah, ich stelle mir nur die Frage, warum ich das ausgerechnet gebucht habe. Das ist eine spirituelle Frage. Warum habe ich das gebucht? Kommen wir mal zur Schlussfrage, weil ich glaube, wir haben ja hier uns schon ordentlich die Beine in den Bauch gestanden. Ja, so das Philosophische haben wir so ein bisschen umgangen, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein paar ganz gute, knackige Dinge, die vielleicht Leute inspirieren könnten. Aber 2030, das ist eine Frage, die ich jedem stelle, den ich interviewe. Wie leben wir da? Was ist da passiert? 2030 wird es eine große Spaltung der Gesellschaft geben, dahingehend gegeben haben, dass die so jetzt wie wir sind, eine kleine Minderheit sind, die
vergleiche ich es mal mit den Amish People, irgendwie Sonderlinge, die lässt man weitgehend in Ruhe, weil sich mit denen aufzuhalten, das lohnt sich gar nicht. Die sind da für sich, die dürfen nicht mehr viele Sachen machen, die sterben auch aus. Mhm. Und der Rest ist angepasst und lebt so, wie Klaus Schwab das gesagt hat. Er wird nichts mehr besitzen, auch keine eigene Meinung mehr. Er wird alles leihen. Er kann das gar nicht mehr spüren. Nein, er wird auch alles leihen, und zwar zu den Konditionen. Also, Sie wollen das Auto fahren, haben Sie den aktuellen Impfstatus? Nicht. Kurz sitzt mit Wurst, dürfen Sie fahren. Und er wird total glücklich sein, weil in Netflix wird dir erklärt, dass das Glück, alle sind Influencer, alle haben dann die richtigen Lebensmittel, wo man auch happy ist. Und das wird ein Friede, Feuer, Eierkuchen. Das wird wie bei die Zeitmaschine, bei Morlocks und die Lois, wo die da auftauchen. Und dann fällt da einer ins Wasser, ertrinkt, und er sagt, das sind alle so emotionslos, einfach so, sie sind so. Das wird so sein. Das heißt also, man hat sozusagen das Menschsein, wie ja in der Corona-Krise auch, schon komplett abgegeben. Also sozusagen also für mich ist ja die Corona-Krise auch das Totschlagen der Restintuition. Genau, das ist der Punkt. Und da wird dann der Restintuition des Menschseins, der Empathie, des Urvertrauen, der Gnadenschuss gegeben. Ja, und das ist auch ein Gefühl, ist alles überbewertet. Da geht der Trend auch medizinisch hin, dass wir uns alles, dass wir uns auch technisch und digital aufrüsten. Das hat es ja alles in Davos schon gegeben. Hier die Gehirnwellen messen, und da kriegst du Punkte und was man alles machen kann. Wenn der Trucker die richtige Hirnkappe getragen hätte, dann hätten die an den Hirnwellen gemerkt, der schläft gleich ein, hätten das Auto gebremst, deswegen musst du dafür sein. Und jeder trägt das jetzt, oder denkst du vielleicht die falschen Sachen. Hat ja auch schon Bill Gates gesagt, dass die bösen Gedanken bei den Terroristen, die müssen schon weg. Also man wird nicht nur lesen können, man wird auch bespielen können. Das wird als der totale Luxus verkauft werden, weil du kannst dann innerhalb von wenigen Sekunden neue Sprachen lernen oder fühlst dich gut. Geht doch alles. Diese Chip-Hirnschranke, das wird durchwunden sein. Neuralink. Die Leute werden das tierisch feiern. Und diejenigen, die es nicht machen, die werden ja von denen ja auch schon als Schimpansen bezeichnet. Das ist der moderne Mensch, der voll digitalisiert wird. Und das Individuelle, das ist total überbewertet. Wir sind jetzt der Einheitsmensch. Das wird kommen. Jetzt kommt die Schlussfrage. Was ist für dich das wirkliche, echte Menschsein? Das wirklich echte Menschsein ist... Was du auch vielleicht einem Sohn weitergibst. Ja, das Leben ist riskant. Und das Leben ist aber auch nicht zu beherrschen. Das Leben ist eine große Metapher, und das musst du dir vorstellen, wie wenn du Wellenreiten gehst. Du gehst Wellenreiten und stellst fest, was für ein... wie klein du bist gegen diese Monsterenergie des Meeres, die da ist. Und manchmal hast du einen guten Tag und denkst, boah, bin ich gut. Und dann denkst du, da war gerade doch Glück gehabt und boom, mit leichten Verletzungen. Und dass du erkennst, okay, du bist Teil eines großen Ganzen, aber du beherrschst es nicht. Du bist eine große Familie, du kannst auch nicht verloren gehen, aber verstehe, wo dein Platz ist. Halt dich nicht für sonst was. Spiel nicht mit Dingen, von denen du keine Ahnung hast. Setz dir nicht die göttliche Krone auf und mach, sondern... Und du bist hier auf diesem Raumschiff Erde, was in diesem Nichts, riesigen Nichts ist, und stell dir die Frage, was ist der Sinn von alledem? Was will mir das alles als Metapher sagen? Aber sag dann nicht, ach, was ich nicht verstehe, kann weg, ich habe es verstanden und ich werde das Leben neu interpretieren, ich mache das Leben effizient. Wenn du von dieser Hybris runterkommst, indem du einfach demütig bist und einfach dir das Staunen erhältst, nämlich, ich verstehe eigentlich nichts. Aber das Leben ist nicht langweilig, und das Zwischenmenschliche macht das aus. Wir haben andere Menschen darüber, denken andere Menschen darüber, seit Generationen. Was könnte das sein? Gott, Allah, die Cloud. Ist das ganze Leben vielleicht eine Blockchain oder weiß ich nicht? Was könnte ja sein? Einfach, eine Illusion. So viele Fragen, wo wir sagen, wow, und staunen. Und es geht nicht darum, in irgendeiner Weise die Erde, den Menschen, das Leben zu beherrschen, zu patentieren und zu kontrollieren. Wenn du dir das immer wieder sagst, das Böse gibt es auch, sagt, du kannst es kontrollieren, du kannst es beherrschen, du kannst mitmischen, du kannst dir selbst die Krone aufsetzen, du kannst der Boss sein. Und dass du merkst, wer säuselt mir was da ins Ohr? Wenn du sagst, will ich aber gar nicht, ich will hier meine Erfahrung machen, demütig, das ist ein Geschenk. Ja? Und wenn du das so immer wieder dir sagst, dann kommst du zu einer nicht geistigen, sondern auch emotionalen Reife und stellst fest, sieht man ja bei Mönchen, wow. Das sollst du. Das kann ich meinen Kindern beibringen. Ich bin da übrigens weit von entfernt, dass ich das irgendwie perfekt könnte. Aber ich erinnere mich immer wieder daran, es kommt ja irgendwo her und kann sagen, hör zu, Freunde, wir alle kochen nur mit Wasser, und das, was wir hier vorfinden, ist nicht erfunden, es ist gefunden. Nichts ist von uns. Nichts ist von uns. Was ist das? Und diese Hybris, die Erde würde ohne den Menschen gar keinen Sinn machen, hat ja einer der Spiegelbesitzer gesagt. Sag ich, siehst du, das ist der Irrtum. Da gibt es eine Falschübersetzung. Mach dir die Erde untertan. Das ist eine Falschübersetzung. Und das ist das, was wir heute haben, nämlich alles gehört dem Menschen. Er kann es beherrschen, er kann es manipulieren, und er kann jetzt sogar Gott wieder ins Handwerk spucken, wenn er das, was er ja versucht, den Mensch digitalisiert
um letztendlich seine Gedanken und alles, was er glaubt, was die Menschen ausmacht, auf einen Chip zu spielen, dann wird der Mensch ja unsterblich. Dann kann ich das ja auf einen neuen Körper transferieren. Das heißt, was das menschliche Leben ja auch ausmacht, ist seine Endlichkeit. Das ist die Währung, die Zeit. Und ich nehme jetzt aus dieser großen Metapher Natur, nämlich Raum und Zeit, nehme ich jetzt die Zeit raus und das hätte keinen Effekt auf den Sinn des Lebens. So jemand ist bescheuert. So, das ganze Experiment wird übrigens an die Wand fahren. Das wird nicht funktionieren. Bin ich 100% wird nicht funktionieren, sicher, weil diese Menschen werden, die da jetzt am Drücker sind, sind sowas von dekadent und so degeneriert, dass in ein paar hundert Jahren die ohne dieses manipulierte Erbgut, die analogen Menschen, denen wird man sagen, das ist nicht fair, wenn ihr euer Erbgut nicht teilt. Das werden wir werden es nicht mehr nehmen. Das wird noch kommen. Der letzte natürliche Mensch wird die Hoffnung sein für die Generation XXXXL. Weil das hier einfach total überzüchteter Wahnsinn ist. Vielleicht muss die Menschheit diese Erfahrung machen, dieses Science-Fiction-Armageddon. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Aber dass ich auch an dieser edgy Zeit gerade dran bin. Und manchmal werde ich da schon sehr nachdenklich, ob es vielleicht nicht unsere Aufgabe ist, das zu verhindern. Du hast viele Science-Fiction-Filme geguckt. Ich glücklicherweise nicht ganz so viele. Das ist ein bisschen Gattaca, was wir haben. Gattaca, dahin geht es. Aber ich habe immer so das Gefühl, man kann hier einem energetischen Menschen halt begegnen, der immer kurz vorm Herzinfarkt ist, aber der sprüht vor Energie. Ich hoffe, dass das lange, lange noch so bleibt, Ken. Und ich hoffe natürlich, dass dein Prozess der Weiterentwicklung so weiter vorangeht wie in den letzten Jahren. Weil ich finde schon, dass du dich unheimlich entwickelt hast. Und ich glaube, das ist der Sinn dieser Krise, dass wir uns alle nämlich weiterentwickeln können. Nämlich reflektieren, auch zurücknehmen, all diese Dinge, die du eigentlich auch vormachst. Und ich glaube, wir sollten uns einfach zurücknehmen. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt die Welt verändern, aber wir können sie sozusagen, wenn wir uns zurücknehmen und uns darauf konzentrieren, auf die Menschen, die wir mögen, dann entsteht schon was. Und ich glaube, das zeigt eigentlich auch so die harte Zeit der Corona-Krise, dass dieses Zurückgehen, diesen Schritt zurückgehen, einen unheimlichen Effekt hatte. Und ich glaube, das war das Schlauste, was du machen konntest. Und von daher freue ich mich ganz einfach darauf, mit dir vielleicht irgendwann auch nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, ein bisschen Motorrad zu fahren, irgendwo auf Korsika. Aber dann mal ein richtiges Motorrad. Und reiten gehen. Reiten gehen, nachdem du dir einen Cowboy-Hut gekauft hast. Das ist kein Cowboy-Hut. Ja. Aber der sieht so aus. Das sieht auch nicht genau so aus. Nee? Okay. Nein. Aber er steht dir. Okay. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ken. Ich danke dir. Ich freue mich immer, mit dir ein Gespräch zu führen und es ist wie immer interessant. Danke. Und danke an meine Zuschauer. Liebe Community, ich möchte mich vielmals bei euch bedanken, auch im Namen meines Teams. Mit eurer Spende macht ihr es möglich, dass wir Interviews und Dokumentarfilme produzieren und dass wir die Infrastruktur euch zur Verfügung stellen können. Und das Ganze kostenfrei. Ich bedanke mich vielmals, euer Kai Studt.